30. Das ist eine Freche, das ist der einzige mit Bier. Du musst laut, anstoßen. Trotzdem anstoßen. Glas an Glas, es wird hinhauen. So. Prost die Dame, Prost die Herren, willkommen zum Bierdacher Podcast 238. Einen Radler. Aber nur einen. Du meinst, wir sollten weitermachen mit der Moderation? Ganz spannend. Suspense. Verstummt, weil der Garib das absolviert hat. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich. Von dem wir heute eine Story haben. Wirklich wahr? Ja. Super, der Jörg hat uns was zugesteckt. Super. Jörg hat uns zugesteckt. Perfekt. Und vielen Dank an dieser Stelle. Das Ganze findet statt mit freundlichster Unterstützung unserer Sponsoren, namentlich Bernd Schlapsi und Ayuvo und allen unseren anderen Flatterern. Ich habe immer geglaubt, du lest das vor und du kannst es ja auswendig. Nach 238. Ja, aber es sind immer die schon gleichen Flatterer, oder was? Ja, wir machen nicht viel Fortschritt. Aber falls du ein Flatterkonto hast, du kannst uns gerne. Du wirst dann namentlich erwähnt, wöchentlich. Super. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Ja. Und ich kann vermelden, dass erstmals, seit ich mich zurückerinnern kann, der Gregor hier einen Vorspeisenteller isst. Wir schon, hör mal unsere alten Podcasts nach, es kommt schon zwei, dreimal mittlerweile vorbei. Zwei, dreimal, okay. So wie es inoffiziell heißt, die Horstplatte. Schnellstatement. Super, ich mag es immer wieder. Damit haben wir die Schleichwerbung für den Garib auch untergebracht. Und wir kommen zur Vorstellung. Ich befinde mich hier in super neuer Gesellschaft mit ganz neuen Leuten, nämlich Ladies First. Anna. Aus Nähe von München. Aus Nähe von München. Fast so exotisch. Gregor. Also der andere Gregor aus Baden. Nähe von Wien. Nähe von Wien. Heißt doch so Baden bei Wien. Okay. Stefan aus Wien. Und Gregor aus Wien. Und Horst ebenfalls aus Wien. Tja, und damit schreite ich zur Erfragung der Themenliste. Haben wir eine? Haha, meinst du in physischer Form? In ausgedrucktes Titanpad. Ganz so professionell war das nicht, das war eher verzweifelt, weil ich wollte ins Titanpad zuerst was reinschreiben und dann hat es mir gesagt, geht bad Gateway und dann macht wer weiß, haben wir das dann später auch, druck es lieber aus. Das habe ich gemacht und darum habe ich sie mit und kann vorlesen. Ja, ich muss noch die Dings oder in der Reihe durchgeben. Einfach irgendwie vorlesen. Also ich habe noch on the fly zensieren, was dir nicht gefällt. Das würde ich doch nie tun. Ich habe noch ein paar Talks von 32C3 zu empfehlen, von der Liste vom letzten Mal. Ich kann ein bisschen was über das Miniaturwunderland erzählen und eine andere Modelleisenbahnanlage. Über einen Podcast werde ich ein bisschen was erzählen, über eine etwas peinliche Situation, in die ich gekommen bin, sodass ich keinen Zugriff mehr auf alle meine Passwörter hatte. Besonders nett gewesen. Über einen absichtlich herbeigeführten Flugzeugunfall. Von dir? Nein, also nicht von mir herbeigeführt, aber absichtlich herbeigeführt. Und über das Stop a Douchebag Movement habe ich gelernt. Besonders lustig. Nachdem das ihr habe hier, ich mir angeschaut, ja. Das nachdem ihr hier auch ja etwas Kebab-ähnliches esst. Ist es auch Kebab, was ihr esst? Nein, das ist ein Vorspeisen. Aber hier kriegt man auch Kebab. Ja. Ich habe heute gelernt, was Kebab Case ist. An die Programmierer unter uns oder Coder unter uns. Es gibt tatsächlich Kebab Case. Nicht nur Camel Case, sondern. Nein, es gibt nicht nur Camel Case und Pascal Case und Snake Case, sondern noch Kebab Case. Bald gibt es einen Labor Case, hoffentlich. So, und jetzt geht's eigentlich weiter mit lauter Sachen von Gregor. Ja, aber ich werde über nicht so viel erzählen, eigentlich. Ich habe eine traurige Meldung. Und das ist nämlich letzte Woche, oder war das die Woche? Ist der Jan Murdoch verstorben. Das ist der Erfinder und Gründer vom Debian-Projekt. Ja. Ja, das wollte ich auf jeden Fall unterbringen. Und die restlichen Themen sind eigentlich so Überbleibsel-Themen vom letztes Mal, vom letzten Jahr. Also ich war noch immer im Theater. Eigentlich wollte ich auch nochmal über Sophies Welt reden, weil ich glaube, ich habe es mal erwähnt, aber ich bin nicht drüber gekommen, über das Buch zu reden.
Ja, und ansonsten, was kann ich? Star Wars habe ich auch geguckt, aber das habt ihr das letzte Mal schon, oder? Habt ihr noch nicht wirklich? Nein, nein. Aber das hat man gewartet. Ja, ja, ich war ja gemeinsam mit dem, hat das der Dennis schon erwähnt? Ich war ja gemeinsam mit dem Dennis Star Wars in der Premiere. Ja, du warst angedeutet, ja. Okay. Aber wir haben noch keinen vollen Report. Ja, dann vielleicht müssen wir einfach warten wir da auf den Dennis. Ja, und womit ich meine Weihnachtsfeiertage verbracht habe, das traue ich mich eigentlich gar nicht zu sagen. So bieder und fies ist das. Ich habe fast alle Folgen von Star Trek Voyager geschaut, leider. Also, aber davon werde ich wahrscheinlich nicht, ich werde wahrscheinlich nicht davon erzählen. Vielleicht in der nächsten. Dann ein bisschen was hätte ich noch über Multitrack-Aufnahmen. Da habe ich ein bisschen mit herumgespielt mit unserem Podcast. Da kann ich was von erzählen im Zusammenhang mit Auphonic. Ja. Das ist das, was ich hier so alles auf der Liste sehe. Wer hat sonst noch was zu erzählen? Ich habe, also das steht mit auf der Liste, eine Story von Jörg Wukonig. Und dann habe ich irgendwas raufgeschrieben, an das ich mich jetzt schon nicht mehr erinnern kann. Ja. Okay. Ich hatte eine übervolle Root-Partition, ein richtiges Nerd-Problem und habe es selber lösen können. Ich bin ganz stolz auf mich. Ferner kann ich verkünden, es gibt einen Töchtertag in Wien. Ja. Und seit einer Viertelstunde online International Open Podcast Episode 3 von Derek aus Moskau mit einem Historiker. Gerade deshalb bin ich auch ein bisschen zu spät gekommen. Noch schnell fertig machen müssen. Ja, das war eigentlich von meiner Seite alles. Ist das letzte Thema nicht von dir, das WikiLeaks-Thema? WikiLeaks habe ich auch gemacht. Nein. Selbst in Ihrer Führung. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay, na dann werden wir das vielleicht eines unserer Hörer. Dann können wir das. Und was habt ihr? Ihr habt doch sicher ein Thema mitgebracht. Ja, genau. Also ich würde gerne erzählen, wie das ist, als Speaker am Kongress dabei zu sein. So. Und von deinem Talk noch. Genau, und meinen Talk ein bisschen plagen natürlich. Schöner Scheitern. Genau, das auf jeden Fall. Und nach dem letzten Mal habe ich mich schon geärgert, die reden jetzt über Star Wars, da wollte doch ich auch was dazu sagen. Also du kannst uns Star Wars spoilern, aber... Habt ihr noch nicht gesehen? Ja, wir werden schon auch spoilen. Also wenn wir darüber reden, dann schon mal. Also wenn du Energie hast, dann... Ja, also ich war ja auch einer von denen, die in der 01-Vorstellung waren. Okay, okay. Also insofern... Ja, das gehört dazu. Star Wars, das gehört dazu. Genau. Okay. Ja, ich fall jetzt dann mal total aus der Reihe, weil ich bin ja analog-nerdig sozusagen. Ich erzähle dann mehr so über Stricken mit Strickmaschinen. Vielleicht, wenn Sie es wissen wollen. Yeah, auf jeden Fall. Gut. Alles, was nötig ist. Ist das nicht digital? Stricken oder nicht stricken? Masche oder nicht Masche? Ja, ist es. Das ist genau der Spaß. Ist es ja nur, das ist, ja. Das ist halt mechanisch, aber digital. Ja, stimmt, weil es diskret ist. Ja, Entschuldigung. Aber das ist ja eigentlich. Stricken oder nicht stricken. Nein, nicht Masche oder nicht Masche, sondern rechte Masche oder linke Masche heißt eigentlich. Ja, genau. Aber das ist richtig, es gibt zwei Zustände und mit denen kann man variieren. Ja. Stimmt. Und man kann ja auch kodieren im Stricken. Ne? Du könntest ja auch so ein Muster kreieren, dass man dann wieder mit einem Schalscanner einlesen könnte. Es gibt tatsächlich, also die Strickmaschine, die ich besitze, die habe ich von meiner Mutter geerbt und es gäbe tatsächlich ein Modul, also so ein Teil, Bauteil dazu, wo man Lochkarten einspannen kann. Dann hast du eine programmierbare Strickmaschine. Ja. Das besitze ich leider nicht, weil das für die Maschine sehr teuer ist und lohnt den Aufwand nicht. Es gibt andere Maschinen, die kann man dann elektronisch ansteuern. So eine hätte ich dann in Zukunft ganz gerne mal, das wäre mir dann lieber. Aber gäbe es, wenn ich das jetzt auftreiben würde, tatsächlich so ein Teil, wo man mit Lochkarten stricken kann. Und da kann man dann tatsächlich Muster reinstecken. Und der strickt dann komplett selbstständig? Ist das ein Roboter? Da musst du es immer noch bedienen und du dir nur gewisse Sache abnehmen? Ein Roboter, der selbstständig strickt, der ist in etwa so groß wie der Raum hier, also mehr so, irgendwie, wie viel ist das? Das ist so ein schönerer Lastwagen. Ja, genau. Ja. Genau. Und kostet in etwa so viel wie ein Mittelklassewagen, also nee, habe ich nicht. Aber es kann doch jeden Volksschüler, kann man doch Stricken beibringen. Aber braucht man dann so ein Riesengerät? Die Riesengeräte, die stricken halt dann wirklich total selbstständig. Die gibt man vorher alles vor und dann machen die, was weiß ich, einen Pullover in drei verschiedenen Größen oder so. Was ich habe ist, also gut, Stricken ist einfach Schlaufen ineinander hängen. Das ist tatsächlich nichts anderes, als man nimmt einen Faden und macht eine Schlaufe und hängt eine Schlaufe rein. Und das kann man mit zwei Nadeln machen.
die man in der Hand hält. Das kann man auch mit vielen Nadeln machen, die nebeneinander angebracht sind. Die sind dann fix? Die sind... Auf einem Brett? Oder? Die sind in so Schienen, wo sie vor- und zurückgeschoben werden. Ah. Ich muss mir so vorstellen, wie so ein bisschen so Haken. Mhm. Also die haben vorne einen Haken, sind in Schienen drin. Das ist natürlich für zum Zuhören. Ich versuche es zu beschreiben. Also die liegen in Schienen, wo sie vor- und zurückgeschoben werden. Und dann fährt ein Bauteil drüber, das nennt sich Schlitten. Und es schiebt dann die Nadel nach bestimmten Mustern mechanisch eben vor und zurück und vor und zurück. Und während die vor und zurück geschoben werden, fädeln die quasi den Faden ein und formen dann diese Schlaufen, die da ineinander gehängt werden. Und sowas gibt es. Ich glaube, ich habe sowas sogar auf Video auf der FOST in Brüssel, waren mal Leute, die das ausgestellt haben. Und Weben ist was anderes? Ja. Weben ist was anderes. Weben ist nicht Schlaufen ineinander hängen, sondern Weben ist, da spannt man Fäden in eine Richtung und im 90-Grad-Winkel dazu wickelt man quasi die Fäden oben und unterhalb von den anderen Fäden durch. Also das ist so, das ist Weben. Und das machst du nicht, sowas? Nee, das mache ich nicht. Das finde ich ganz interessant. Das haben wir in der Schule mal gelernt. Ich war ja auf so einer, also ich weiß nicht, ob das heute noch üblich ist. Na, also ich war auf jeden Fall, mir in der Schulzeit war es nur so, wir Mädel hatten Handarbeiten und da habe ich auch mal Weben gelernt und Stricken und so. Und wir auch? Ja. Habt ihr auch? Haben wir auch. Oh nee, bei uns nicht. Die Buben durften nicht handarbeiten, die mussten werken. Die mussten mit Holz arbeiten. Ja, bei uns war es halb-halb. Aber euch ein Semester okay. Wie dem auch sei. Also wir haben das ja ausführlich das gemacht. Nee, ich fand es ganz schön, aber mir gefällt tatsächlich am Stricken diese Gestaltungsmöglichkeit mit diesen zwei Zuständen, wie du vorher gesagt hast. Das ist die einzige Textilfaserverarbeitungstechnik, wo man diese mit diesen zwei Zuständen spielen kann und das gefällt mir tatsächlich. Das kann man mit der Maschine. Die kam in unseren Haushalt, weil der Papa gedacht hat, die Mama strickt doch gern, also hat sie viel mehr Spaß mit der Strickmaschine. Das ist nochmal eine dermaßen unfassbar andere Vorgehensweise wie beim Handstricken, dass meine Mutter dann nicht viel damit anfangen konnte. Die fand das ganz nett und die hat sich geehrt gefühlt, weil er eine Strickmaschine besorgt hat. Und am Ende saß aber dann ich irgendwie davor und habe mir gedacht, was passiert denn, wenn man diesen Knopf drückt und was passiert denn, wenn man an dem Hebel zieht und so. Und ich war die am Schluss, die sich damit gespielt hat. Und strickst du mit zwei Händen? Ja. Also so gut wie immer. Momentan, also diese Strickmaschine ist echt ein Riesendrum. Mhm. Und man kann jetzt, wenn man sie eben nicht ansteuern kann, kann man jetzt keine besonders spaßigen Sachen damit machen. Ja. Ich baue sie immer mal wieder auf. Momentan steht sie, glaube ich, in einem Lagerraum. Ich baue sie immer mal wieder auf. Ich mache dann immer mal wieder was damit, dann baue ich sie mal wieder ab. Ich würde sie nicht hergeben, aber die ich habe, da kann man super Socken stricken damit, weil das ist... Also du strickst damit schneller als mit zwei Händen? Ja, wie lange dauert denn so eine Produktion einer Socke? Du kannst größere Breite stricken damit oder so. Also was ist der Vorteil, dass du mit der Maschine strickst? Der Spieleffekt. Das ist mir nötig. Also man kann, wenn man in Serie produziert, dann ist der Vorteil, dass es schneller geht. Du hast, wenn du ein Stück machst, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Socken oder einen Pullover, dann mache ich immer einen Prototypen. Mhm. Für einen Prototyp brauchst du genauso lange wie von Hand. Mhm. Es geht nur anders. Also der Ablauf ist einfach anders. Ja. Wenn du jetzt sagst, oder wenn ich jetzt sage, ich kenne meine Schuhgröße und ich will für den Winter 10 Paar Wollsocken, dann rechne ich mir das einmal aus, besorge mir vom gleichen Hersteller das gleiche Garn, weil sonst ist wieder die ganze Ausrechnerei irgendwie hinüber. Aber dann kann ich natürlich sagen, okay, jetzt stricke ich mal meine 10 Paar Socken in, was ist das, 2 Tage oder so. Und du strickst dann 10 Socken parallel oder schon? Es gibt Maschinen, die können das, nein, ich kann es nicht. Also man kann, 10 parallel schaffst du mit einer Haushaltsmaschine nicht, 2 parallel geht. Mhm. 4 vielleicht. Was mit 2 Händen schwierig wäre, 2 Sachen parallel stricken. Ja, also ich bin ja dann nerdig genug, dass es gibt schon Tricks. Ich kann mit 2 Händen auch 2 Socken gleichzeitig stricken. Wow. Mache ich aber normalerweise nicht, weil das ist umständlich. Okay. Aber ja, ich kann. Das macht man einmal nicht. Das ist nochmal ganz blöde Frage. Ja. Du hast gesagt, wenn ich eine Serienproduktion mache mit Strickwaren, hilft mir die Maschine. Ja. Ist es dann so, dass du die irgendwie programmierst, doch in einem Sinn? Oder? Ja, ich programmiere in dem Sinne, dass ich diese Nadeln, die ich benutze, vorher in bestimmte Positionen schiebe und an diesem Schlitten gibt es Einstellungen.
Hebel, also Einstellschrauben, ich programmiere quasi mechanisch, was ich brauche. Ja, okay, genau. Und dann kannst du öfter hintereinander einen gleichen. Ja, das geht, man fährt dann mit dem Schlitten immer so nach, von zwischen rechts und links, von rechts nach links und so. Könnte ich, wenn ich die Lochkarten hätte, dann könnte ich das machen, dass ich das hintereinander weg, so muss ich zwischendurch immer wieder umstellen. Weil die Socke, die muss ja dann ums Eck, das ist ja, die hat ja Ferse, die muss man ja irgendwann ums Eck stricken und so. Und das muss ich dann von Hand quasi wieder umstellen. Und wenn du jetzt aber 10 gleichartige Socken machst, bist du mit der Maschine schon schneller. Also ja, du mit wenn ich es gleich, ja. Ja, okay. Ich muss nur vorher, ist halt die, das, was ich ja ganz gerne eben dann mit einer elektronischen Strickmaschine eben nicht mehr von Hand machen möchte, was ich jetzt vorher machen muss, ist halt ausrechnen, wie breit wird das Ding, also ich muss erst eine Probe stricken, dann muss ich mal ausrechnen, wie breit wird das, wie viele Maschen brauche ich, wie viele Nadeln muss ich aktivieren und so weiter und so fort. Also das muss man halt vorher alles einmal ausrechnen und dann kann ich in der gleichen Form und Größe das gleiche nochmal machen. Das ist beim Pullover genauso, aber vom Pullover braucht man halt keine zwei gleichen. Und kannst du diese Aufsetzung der Maschine, also wenn die jetzt für einen Socken eingerichtet ist, kannst du das irgendwie abspeichern, dass du irgendwie da mit einer Schablone oder mit einem Tabellenheftel aufschreibst, wie die Zatzen wo stehen müssen? Ja, kommt auf die Maschine an. Ich muss mir es von Hand aufschreiben. Gibt welche, wo man es abspeichern kann, ja. Also du kannst halt so eine Liste machen und jetzt weißt, du hast letztes Jahr genau den Socken gestrickt. Könntest dann sollte ich mir das tun, nicht so aufgeschrieben haben auch. Ja, weil das ist eine Dokumentation. Ja, genau. Okay. Genau, das ist das Problem. Das ist natürlich immer das Schwierigste. Also das ist echt, das vertragt das jetzt nicht nur beim Maschinenstricken, sondern auch beim Handstricken. Du bist da am Machen und am Tun und das ist alles wunderbar und du hast keine Lust, irgendwie aufzuschreiben, weil du bist gerade am Wurscheln und hinterher und denkst ja immer, ich weiß nicht, wie das jetzt beim Programmieren ist, so wahrscheinlich das Gleiche. Wenn es so mittendrin ist, denkst du ja, ich merke mir das natürlich. Bis nächstes Jahr. Ja, genau. Das finde ich ja super. Das, ja, genau, so ist es beim Stricken auch. Aber egal, ob jetzt von Maschine oder Hand. Das ist gleich cool. Ja, genau. Und der nächste Schritt ist eben jetzt, ich möchte mir endlich mal eine elektronische besorgen, weil Strickmaschine. Ja. Genau. Und die kann das herrichten dann besser oder was? Also bei mir ist, es gibt welche, die kann man hacken mit Arduino. Ja, ja. Und, ja, genau. Ja, genau. Und das ist genau das, was ich eigentlich lernen will. Also ich will es einfach lernen, um es zu können. Okay. Du willst dann an deiner Strickmaschine herumnörden können. Ja, genau. Ja, verstehen wir so. Ja, okay. Ja. Genau. Hätten wir eine Strickmaschine, genau. Hätten wir genau das. Hat sehr fast, super, ist alles dabei, okay. Was man braucht. Ja. Cool. Ja. Und bist du in einem Club der Strickmaschinen Benutzerinnen oder sowas? Habt ihr eine Freimaurer Bruder Schwester der Maschinenstrickerinnen oder die Weber, so leben die seit 3 Jahren? Nee, da sind sie, ich glaube, da sind da zu wenig. Ich muss mir jetzt mal umschauen, ich habe ja jetzt, war das nicht, habt ihr nicht im letzten Podcast von einer erzählt? Von Andrea Meyer, die hat eine Stickmaschine. Aber ich kann da nur die Pfosten empfehlen und ich werde da auch das vorwarnen, alles was ich habe. In Brüssel habe ich eine Strickmaschine kennengelernt. Okay. Also, und die haben auch so eine französische Webseite, glaube ich, gehabt. Okay. Und dann auch dieses Ding. Ich habe sogar selber so hin und her fahren dürfen. Okay. Also es gibt da eine. Ich bin jetzt auch vor kurzem, vor 10 Tagen nach Wien gezogen. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal orientieren, nicht, weil Wien ist eine große Stadt, da gibt es bestimmt auch Leute, die Strickmaschinen. Und da gibt es ja viel. Was es immer gibt, sind so Stricktreffs, also wo von Hand gestellt wird und wo sie dann auch ausgetauscht wird. Also, aber die nehmen nicht ihre lastwagengroßen Maschinen. Nee, das macht man jetzt eher nicht. Die meine wiegt, glaube ich, 40 Kilo oder so. Das schleppt man jetzt nicht schnell. Ach, schön. Ja, wie groß ist deine? Die ist kleiner als ein Lastwagen. Ja, die ist deutlich kleiner als ein Lastwagen. Die so ist. Tischgröße oder Schrank? Ja, die ist von der Größe her wie so ein größeres Keyboard. Aber wiegt halt mehr. Also wiegt um die 40 Kilo. Ich weiß nicht genau. Oh, ja, okay. Aber so keyboardmäßig irgendwie so. Also nicht hoch, aber breit. Die stellt man auf so Stellfüße drauf. Und jetzt also, eigenes meiner stellt man auf Füße, es gibt da welche, die kann man auf den Tisch legen. Das geht jetzt bei meiner nicht aus konstruktionstechnischen Gründen. Und ohne Auto dann nicht mehr lustig transportierbar, oder? Nee, also ich. Nee. Also ich habe es jetzt auch gerade im Lagerraum noch stehen, weil ich eben noch nicht weiß, wo jetzt. Also ist nichts, was man so auf ein Dresden mitschlägt. Nee, es gibt kleinere, die kann man dann schon mal, die wiegen, ich weiß nicht, wie viel die wiegen, um die
10 Kilo, glaube ich. So. Mhm. Aber das ist natürlich auch Feinmechanik, die will man auch nicht so ohne weiteres einfach irgendwo rumschleppen. Mhm. Also, die hat man dann lieber stationär. Es gibt einen Podcast von der Freak Show zu dem Thema. Ja, genau. die Folge kenne ich. Mit der Fabienne Serie. Ja, das Projekt habe das ich gut, ja. Von gedingst. Gebäckt. Ah, ja, danke. Ja, stimmt. Weißt du noch, welche Folge das ist? Das weiß ich nicht, aber das finden wir raus. Ja. Das kann man dir schon mal zeigen. Ich habe sie geliebt. Mir ist nur jetzt gerade wieder eingefallen. Ich muss jetzt immer lachen, weil ich habe jetzt beim letzten Podcast den Derek ca. 50 Mal gehört. Ja, und ich werde das in die Shownotes schreiben. Wer schreibt Shownotes ganz alleine ohne Hilfe? Ich natürlich. Also vielen Dank an dieser Stelle. Also wenn Sie sagen, das als frommen Wunsch, also, man könnte das in die Shownotes schreiben. Ich habe da kein schlechtes Gewissen. Kein schlechtes Gewissen. Aber ich schreibe mir es auf. Muss im Sommer vor eineinhalb Jahren gewesen sein, also so minus 50 ungefähr. Folgennummermäßig. Zum Sommer 2014. Also Folgennummer aktuell minus 50. Ja, so nett. Ja. Genau, aber eine Frage jetzt noch zum Einer. Wenn du sagst, das Herstellen eines Produkts dauert ungefähr gleich lang, wie wenn du es mit der Hand machst. Mhm. Na, das nur für den Prototypen. Ja. Prototypen. Ja, wobei eben. Und dann, was ist dann der zeitliche Unterschied? Wenn du sagst, du hast jetzt die eine Socke mal gemacht und jetzt machen wir noch 10 weitere Socken oder 9, sonst macht es keinen Sinn. Bei der Socke würde ich mal sagen, ich habe es nie mitgemessen. Also ich würde mal so sagen, so ungefähr über den Daumen ein Viertel von der Zeit. Also schon. Also zahlt sich schon aus. Ja. Und gibt es irgendwelche Kleidungsstücke, die du überhaupt nicht mehr kaufst, sondern nur noch selbst herstellst? Ja, wenn du mir jetzt gerade so fragst, aber das habe ich mir nie bewusst vorgenommen. Ja, Mützen und Schals. Ich habe halt immer ganz gerne, ich stricke immer ganz gerne irgendwas, weil ich es auch schön finde. Also jetzt, wenn ich nicht mit der Maschine arbeite, ich finde es einfach schön, die Hände mit irgendwas zu beschäftigen. Also andere Leute spielen halt mit dem Kugelschreiber und ich habe ganz gerne mal Strickzeug in der Hand. Und was man super einfach mitnehmen kann, ist halt Mütze oder Schal, weil da muss man sich auch nicht richtig drauf konzentrieren. Also gerade mit den Socken, da muss man dann drauf konzentrieren, ist schwierig. Mhm. Aber Mütze, Schal, habe ich glaube ich seit, weiß ich nicht, wie lange nicht mehr gekauft. Da habe ich eher zu viel und verschenke es dann. Schal ist so der klassische Einstieg, oder? Weil das ist einfach die Fläche. Schal ist eigentlich der klassische Einstieg, wobei ich auf einer komischen Schule war. Wir haben mit einem Teddybären angefangen. Boah, das klingt anspruchsvoll, der Einstieg. Das war keine gute Idee. Wir hatten eine Handarbeitslehrerin, die war irgendwie um die 80. Klosterschule, die gehen nicht in Rente und dann mussten die irgendwie beschäftigen und die hat halt gedacht, der Teddybär ist super, Teddybärs mögen Kinder, aber dass Kinder vielleicht gar keine Teddybären stricken mögen, sondern die Wachen haben mögen, auf die Idee ist sie gar nicht gekommen. Nee. Ja, Schale ist super zum Anfang, ja. Also kann ich bei mir selbst auch, also nicht bei mir selbst, aber bei mir in der WG bestätigen, weil da wird auch gerade Stricken erlernt. Und ja, das ist dann meistens auch ein Schal, ein sehr kleiner Schal. Wir sagen immer Katzenschal wird hier fabriziert, aber zum Üben ist es natürlich super. Ich habe auch noch eine Strickgeschichte. Ich habe im Psychologieunterricht einen Schal gestrickt. Sofort, oder? Das war in gewissem Sinn eine Protestaktion. Also in Psychologie in der Mittelschule, also achte, letztes Jahr vor der Matura, saßen wir alle drinnen und haben uns doch teilweise relativ gelangweilt und die Mädels sind dann auf die Idee gekommen, sie stricken jetzt. Woraufhin die Burschen auf die Idee gekommen sind, sie spielen 5 in einer Reihe. Das ist sowas ähnliches wie Schifferl versenken. Was der Psychologielehrer überhaupt nicht witzig gefunden hat. Er sagt, nein, ihr passt es nicht auf. Und die Mädels, ja, wir können nebenbei stricken und ohne Probleme aufpassen und er kann uns ja fragen und so weiter. Und das ist ja wirklich eine mechanische Tätigkeit, die kriegt ein Schal stricken, das kriegt man irgendwie ins Rückenmark sozusagen mit. Also da kann man wirklich nebenbei aufpassen. Und das habe ich halt gewaltig unfair gefunden, dass die Jungs nicht 5 in einer Reihe spielen konnten, weil wir konnten auch nebenbei zuhören. Das war auch so, das ist ein niederschwelliges Spiel. Und dass wir dann, irgendwie ist es dann zur Diskussion gekommen, dass irgendwer gesagt hat, ja, und was ist, wenn wir jetzt stricken würden, wäre das dann auch okay? Und er hat gesagt, na natürlich, das hat nichts mit Geschlecht zu tun, wer stricken will, kann stricken. Na, in der nächsten Stunde bin ich drinnen gesessen und habe angefangen, meinen Schal zu stricken, der dann auch bis zur Matura fertig geworden ist. Wow. Ja, den Schal gibt es sehr cool. Toll. Ja. Das war meine Protestaktion im Psychologieunterricht. Ach ja.
Sehr schön. Fazit, dich kann man freuen, wenn man dich Strick-Communities in Wien zuführt. Also ja, Maschinenstrick-Communities speziell. Sowohl als im Grunde auch alles, was mit Faserverarbeitung zu tun hat. Also ich kann ja häkeln, ich habe jetzt angefangen, Spinnrad zu spinnen, habe ich gelernt. Ich habe keins, aber ich habe... Ich kenne eine, die hat ein Spinnrad und die hat sich einen Tag Zeit genommen, um mir das beizubringen, die Basics und so. Also man kann mir mit allem, was irgendwann mit Faserverarbeitung zu tun hat, kann man ja Freude machen, aber stricken speziell, ja, das ist richtig. Kann man dich auch erfreuen, wenn man dich in den Kostümbereich eines Theaters mit einbindet? Das weiß ich nicht, weil das habe ich noch nicht ausprobiert. Okay, wir sprechen nachher. Ah, okay. Also mit Nähen kann ich nicht so gut. Aber wenn es nicht darum geht, dann... Okay. Ich habe gerade nachgedacht, meine Stücke, die sich gerade im Entstehen befinden. Und zu einem würde noch Strickpullover gut passen als Kostümteil. Wir sprechen von Kindern, die sind klein. Serienproduktion. Genau, Serienproduktion. Moment. Und jetzt ist alles dokumentiert. Ich kann mich nicht zurückhalten. Gibt es auch so ein vernördetes Spinnrad, also wo so ein kleiner Arduino... Einfach so. Nein, also ich wüsste jetzt von keinem. Da ist jetzt auch nicht so der Spaßfaktor dran, weil das Spinnrad muss sich vor allem gleichmäßig bewegen. Und das ist unspektakulär. Da gibt es welche, die sind fußbetrieben, dann gibt es welche, wenn es jemand beruflich macht, dann sind die elektrisch betrieben, aber ob jetzt eine elektronische Steuerung. Wüsste ich jetzt keinen Anwendungsfall, wobei gibt es wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Ja. Danke für den Beitrag und wirf einfach immer fröhlich ein, wenn du dich langweilst oder so laut gehen dann passt auch. Das ist kein Problem. So. Valider Input. Na, ich esse jetzt meine Vorspeisenkarte noch fertig und lausche euch und dann. Bist du zum ersten Mal beim Garib hier in diesem Lokal? Ja, wie gesagt, kannst du schon was sagen? Zum Lesen. Ja, super. Habe ich böse geschafft? jederzeit gerne wieder. Also es ist echt total lecker. Ich versuche seit 2011, was haben wir jetzt, 2016, seit vielen Jahren Schleichwerbung für den Garib zu machen. Gar nicht so erschlichen, die Werbung. Ja, genau. Ja, Stefan, darf ich überleiten zu ihm, weil wir haben so wenig Neues. Magst du das machen? Du? Überleiten? Ja, überleiten. Na, dann leite ich über, indem ich auf zwei Talks beim 32C3 hinweise, die ich live und in 3D dort gesehen habe. Das eine war Hacker Jeopardy. Das ist ein nicht besonders klassischer Talk. Das ist die Umsetzung eines Spieles, eines Fernsehspiels. Eine umgekehrte Quizshow, also man bekommt Antworten präsentiert und muss die Frage dazu rausfinden. Das wurde dort in einer Nachtsession zwischen 1 und 3 in der Früh gespielt, vor einem Publikum von 3000 Nerds mit entsprechend vernördeten Fragen. Ich kann mich nicht zurückhalten, war eine der Antworten 42? Nein, ist nicht vorgekommen. Das wäre zu leicht. Und, ja, das ist nicht mal die 100 Punkte wert. Also, das ist nicht vorgekommen. Und das war lustig. Das war ausgesprochen unterhaltsam, wenn auch dann schon etwas spät. Und ich bin halt doch ein bisschen ein älterer Herr, da will man dann schon ins Bett kommen. Einen zweiten Talk, den ich nicht gesehen habe, weil er zur gleichen Zeit mit was anderem stattgefunden hat, der aber wahnsinns Rückmeldungen erzeugt hat und ich habe mir dann auf Video angeschaut und der war wirklich sehr nett, ist methodisch inkorrekt. Das ist eine Show eines Podcasts, also an und für sich ist das eigentlich ein Podcast, der regelmäßig stattfindet, der nicht so lustig ist, weil da werden wissenschaftliche Papers diskutiert. Also da geht es doch ganz schön auch um Physiker. Ich glaube, wir haben einmal früher mit einem Freund schon mal geredet. Und bei dieser Show, da ziehen die zwei beiden halt auch wirklich eine Show mit Physikexperimenten ab. Und die ist sehr nett. Also es ist, mich hat es ein bisschen erinnert an das, was die Science Busters bei uns im Fernsehen auch machen. Ja, ganz genau. So ungefähr auch das gleiche Physikniveau. Also man muss nicht allzu viel vorher wissen, aber es wird dann ein bisschen Physik nebenbei vermittelt. Und die beiden
quälen einander gegenseitig auch auf sehr scherzhafte Art und Weise. Sie quälen sich? Sie quälen einander, ja, ein bisschen. Das ist recht lustig. Also, ziemlich viel interner Schmiede. Also rein vom Mindset her, so ein bisschen so aus der Skeptiker-Richtung. Und sie machen das, was halt so wichtig ist, Wissenschaft einfach vermitteln auf eine Weise und so. Und auch wie man Papers liest und so, ist gar nicht einfach und sie präsentieren es gut. Und sie haben auch wirklich liebevolle Einfälle. Also teilweise machen sie selber Musikstücke als Intro oder so oder geben sich auch Kontra. Und wie gesagt, es ist auch schön, ein bisschen was vom wissenschaftlichen Betrieb. Sie sprechen dann Problematiken wie Open Access und solche Sachen an. Also das zahlt sich wirklich aus. Und der eine ist besonders interessiert in Graphen. Und das ist ja auch irgendwie so ein Nerd-Thema, was ich Graphen, dieser Kohlenstoffwerkstoff der Zukunft. Ja, hör mal rein, methodisch korrekt. Ich finde es so schade. Ich habe mir gedacht, ich war müde und habe mir gedacht, schaust du den Stream im Hotel an? Und dann ist mir ständig das Bild eingefroren bei diesem Stream. Ich habe mich so geärgert, weil ich habe mir dann echt gedacht, hätte nur wäre nur da geblieben. Aber es gibt alles auch auf Video. Ja, aber das live mit Bild mitzuerleben, das hätte ich nicht gern. Ja. Also, ich war live im Saal, das hat sich auch ausgezahlt gehabt. Einfach, das war also, weiß nicht, ob man das beim Recording mitbekommt, das Publikum hat auch wirklich mitgemacht. Ja. Und das muss man aber vielleicht auch dazu sagen, da gab es so ein Problem, das war zuerst für Saal 2 angesetzt. Das ganze Ding, Saal 2, fast so, ich glaube, 1500 bis 2000 Menschen. Und das durfte dann aber wegen Feuer, was sie auf der Bühne machen, nicht im Saal 2 stattfinden. Wurde dann in den Saal G verlegt. Der große Unterschied ist, Saal 2 ist wirklich so ein Auditorium, das heißt stufenartig das Publikum angeordnet und auch mit einer Galerie oben. Also theaterartig wirklich. Saal G ist einfach ein leerer Mehrzweckhallensaal, wo sie Stühle auf den Boden gestellt haben. Das heißt, ich bin relativ weit hinten gesessen, weil der Andrang groß war. Viele Menschen sind in der vorigen Session schon reingegangen und dann einfach sitzen geblieben. Das heißt, man hat auch live sich viel eigentlich über die Videowand angesehen. Aber natürlich ist dann doch was anderes, wenn man dann noch riecht, dass sie da anzünden und das Reaktion vom Publikum besser, ne? Genau, richtig. Also hat sich ausgezahlt, obwohl ich auch überlege, gehe ich schlafen, weil das war auch so eine Mitternachtssession. Also das ist auch so eine Eigenheit vom Chaos Communication Congress, dass das sehr zeitversetzt ist. Also man muss da schon mitgehen und irgendwie die Primetime ist eben die 0 Uhr Session und ja, aber wer mich kennt, der weiß, ab 0 Uhr bin ich eigentlich nicht zu gebrauchen und schlafe nur noch. Aber ich habe tatsächlich bis 2.20 Uhr hat er dann gedauert, wirklich weniger durchgehalten, war wirklich begeistert, auch, wie sie das rüberbringen und habe auch oft an die Science Busters gedacht. Also weiß ich nicht, wie weit sie sich da wirklich inspirieren ließen, ob sie die überhaupt kennen. Aber sie haben diese Wissenschaftsvermittlung und Kommunikation wirklich gut drauf. Also ich glaube, sowas ist wirklich perfekt für so einen Kongress. Sie waren auch oft Unterhaltungsschiene. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut, weil wenn du dich in den Themen auskennst, glaube ich, also ich tue es ja nicht, hast du sicher nichts gelernt, aber als Unterhaltung und zu sagen, mal nur den Komplex ihrer Forschungsgebiete näher zu bringen, das hat wirklich gut funktioniert. Also sehr empfehlenswert, sich das anzusehen. Ich war ja mal Physiklehrer, also die Experimente kennt man im Großen und Ganzen, also es waren nicht die sensationellen Neuheiten, aber sie bringen es halt echt gut rüber und es ist auch so ein bisschen das Spiel zwischen den beiden. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Chef und der Angestellte sind, aber zumindest stehen sie in einem Arbeitsverhältnis zueinander und sie sind nicht in der gleichen Rolle. Weil der eine ist Doktor der Physik und der andere ist Master der Physik. Also er ist der Doktorand von ihm. Gibt es diese Hierarchiegefälle, mit denen sie dann auch noch spielen? Podcast so nennt er nicht manchmal junger Paravan. Ja, genau. Ja. Sie hat noch ein Star Wars Intro, ganz gemäß natürlich zu der Zeit. Aber das Verhältnis zueinander mit Doktorand, und das wusste ich nicht. Aber das passt super. Ja, ich glaube, so sind sie wahrscheinlich auf die Podcast-Idee gekommen. Und dann schafft immer wieder der Doktorand seinem Chef was an, er soll jetzt gefälligst das nächste Experiment irgendwas läuft da schief mit der Rollenverteilung. So das hin und her. Und was auch vorgekommen, kommt auch im Video vor, ist die geheime 32C3-Hymne mit dem Titel Leider geil. Die ist, mittlerweile gibt es die auch auf YouTube extra und geht durch Twitter und so. Also das ist auch sehr nett, wo sie ihre Arbeit halt in Form eines Musikvideos vorstellen. Und der eine, also der Chef von den beiden sozusagen, der Doktor,
der war auch mal in einer Rockband, die allerdings nie besonders erfolgreich war. Und jetzt hat er das eben, die Musik da vortragen dürfen, jetzt vor, ich weiß nicht, im 1500 Menschen. Ja, im Zweiersaal waren es 1500, im anderen Saal waren es nochmal 500 und im Sendzentrum war auch noch voll, genau, mit über 100 Leuten. Hat er gesagt, so viele hat er noch nie gehabt. Ja, er hat es geschafft. Er ist Rockstar. Das war sehr nett. Ja, das waren zwei Talks, die mir sehr gefallen haben und einen Talk, den ich noch gar nicht gesehen habe. Hast du, Colin? Ja, genau. Ich habe den Talk Scheitern, The Art of Failure Taught by Improv Theater gehalten. Und das war ganz spannend, mein erster Kongress und dann gleich als Speaker dort zu sein. Das war das erste Mal, dass du auf dem Kongress warst? Genau, richtig. Cool. Dann gleich als Speaker und man kriegt so die E-Mail. Du brauchst dir keine Eintrittskarte zu besorgen, melde dich einfach am Speakers Desk. Ah, also als Speaker hast du einen Eintritt frei. Genau. Was ich auch spannend finde, weil das hört man selten. Also es wird immer wieder in sämtlichen Interviews, also ich habe jetzt sicher nach dem Kongress sicher so 20 Stunden Podcasts über den Kongress gehört, weil sonst wieder derzeit. Obwohl du dort warst, ne? Obwohl ich dort war. Und dann nicht fahrt. Naja, man verpasst ja auch viel, weil es ist so viel gleichzeitig dort. Und jedes Mal, wenn sie jemanden interviewt haben, auch über dieses Englischsystem und so weiter, also über die freiwilligen Helfenden, dann haben wir gesagt, ja, alle zahlen hier Eintritt, sogar die Presse. Ja, und die mitarbeiten auch. Und also als Speaker zahlen wir keinen Eintritt, das kann ich jetzt schon mal verraten. Das war es dann aber auch. Das heißt, sie übernehmen keine Reisekosten, keine Unterkunft. Also du kriegst den 90 Euro Eintritt. Genau, richtig. Okay. Das muss dein Speech wert sein. Genau. Das heißt, es geht und eher um die Bühne, die sie dir. Und ich nehme an, die Lightning Talker werden auch den Eintritt nicht erstattet. Ah, ich glaube, die kriegen sicher nicht erstattet, weil das entsteht erst da. Ja, und dann kommt man hin und ich frage, wo ist der Speakers Room? Und sie sagen, keine Ahnung, sagen die. Ist der Backstage-Bereich? Die schon die Eintrittskarten scannen. Und ich habe gesagt, naja, ich bin auch am Tag 0 gekommen, also am 26. Dezember am Abend. Und ich dachte, das ist jetzt sicher weniger Ansturm. Und ja, und dann da hinten irgendwo und dann geistert man da durch dieses Kongresszentrum und sieht tatsächlich Räume, die nicht vom CCC in Beschlag genommen wurden. Und dann irgendwo dazwischen ist dann doch der Speakers Room. Und der hat es angegeben. Genau, und das ungefähr sind zwei kleine Räume, ungefähr so groß wie hier die Zypresse. Und dann geht man da hin zu einem Tisch und dann ist da eine ganz unspektakuläre Liste, wo du unterschreibst und sie überprüfen auch gar nicht deine Identität. Also auch sehr. Du könntest irgendwen hinschicken. Du könntest irgendwen hinschicken und sie hängen dann das Band an. Und das war's. Das heißt, das ist alles und genau. Sie drücken einem einen A4-Zettel in die Hand. Habe ich als Objekt. Habe ich ihn noch oder habe ich ihn weggeworfen? Ich habe ihn noch. Sie drücken einem die Golden Rules, goldene Regel für die Vortragende in die Hand. Möchte denn jemand? Genau. Und das ist alles, was du im Support bekommst. So, und dann bist du da. Entschuldigung, ich muss jetzt nachhaken, weil mir schweben schon Missbrauchsszenarien vor. Also ich brauche nur beim Eingang sagen, ich bin Speaker und keiner tut danach was an, wer ich bin. Und so ist es am Tag 0 abgelaufen. Und du hast einfach nur gesagt, du bist Speaker, du hast deinen Namen nicht gezeigt. Naja, also sie fragen, wie heißt du? Und dann haben sie gesagt, ja, es gibt hier drei Gregors. Und du hast nur gesagt, Gregor. Gregor, genau. Naja, sie fragen ja, wie heißt du? Wahnsinn, du. Wie heißt du? Also ich Gregor, es gibt ja drei Gregors, wie heißt denn dein Talk? Das heißt, das musst du schon wissen, aber Talks sind ja vorher öffentlich. Das heißt, du kannst auch hingehen und sagen, ich heiße Max und spreche über Safe Harbor. Mein Name ist Max Schrems. Genau. Ja, dann viel Glück beim Vortrag, Horst. Da könnte ich irgendwen hinschicken. Okay. Ja. Hacking Kongress. Ja, ich glaube, das ist auch durchaus so gewollt. Dieses, ja. Und man kriegt in diesen A4-Zettel, da stehen einige Regeln drauf, wobei die meisten Regeln sind Have Fun und Chill Out. Also das heißt auch da, fühle dich wohl hier und sei nicht so aufgeregt. Und es steht, du sollst ungefähr 20 Minuten vor deinem Talk dort sein. Dort sein. Macht jetzt was Sinn. Auch immer dort ist. Gut, also ich bin zur Sicherheit 30 Minuten vor meinem Talk dort hingegangen, also in dem Saal, wo ich drangekommen wäre. Und ja, dann gehe ich mal vor zum Video-Mischpult und so weiter und wo die Technik gefahren wird. Und sagt, hallo, ich bin da und sagen, du bist der nächste Video-Engel, hast du schon mal? Sag ich, nein, ich halte.
Wäre der nächste. Nächste Rolle. Ich halte die nächsten Tage. Oh, aha. Ja, das ist jetzt schwierig, weil ich bin ja auch zum ersten Mal. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Zum Glück stand hinter mir jemand, der war dann dieser, ich glaube, sie nennen ihn Stage Angel oder so. Das heißt, der ist zuständig, dass die Talks tatsächlich dann ablaufen. Den lernst du aber auch da erst kennen. Und das dachte ich, dass der das war. Also eine Person, die sagt, gehen wir mal raus. Und direkt neben dem Videomischpult ist so ein ganz kleiner Raum, wo man sich quasi vorbereiten kann. Auf den. Also es ist eher ein Notausgang, aber es ist halt abgetrennt, weil es läuft ja währenddessen ein Vortrag. Weil es ist 15 Minuten Pause zwischen den Talks und du musst 20 Minuten vorher da sein. Gut, ist das ein junger Mann und er erzählt mir, ja, er wird mich ansagen und er hat auch hier ein paar Kärtchen und wurde gebrieft, wer ich bin. Und er hat gesagt, also ich sag dann, next talk will be dann bei Georg. Und ich so, nein, ich heiße Gregor, also gut, dass er es vor mir. Klassiker Georg-Gregor-Problematik, ja, ja. Unglaublich, ja, das ist das Schwierigste auf der Welt. Aber war das schon dein Talk, den er ansagen wollte? Oder? Ja, ja, okay. Also das auch ganz gut. Das heißt, und er sagt mir dann, er wird es zum ersten Mal einen Talk ansagen in seinem ganzen Leben. Und er ist schon super aufgeregt. Super, sehr gut. Und dann aber in dem Moment, und das war dann ungefähr noch, also ich war ja wie gesagt eine halbe Stunde vor da, jetzt waren es dann diese 20 Minuten, dann ist tatsächlich jemand aufgetaucht und hat gesagt, bist du Gregor? Sag ich ja. Hältst du den nächsten Talk? Sag ich ja. Ich bin jetzt dieser Staging. Das heißt, dann habe ich ihn tatsächlich gefunden und das ist dann wirklich ein Mensch mit Telefon und Headset, okay, und voll durchgeplant und sagt, ja, er wird mich jetzt ausstatten mit einem Headset, wir warten nur, bis die da fertig sind, und das ist der Video-Engel und der wird schauen, dass dein Laptop ordentlich angeschlossen ist und welches Notebook hast du, dann sage ich ein MacBook Air, sagt er, super, da ist der Adapter eh da, weil der gerade vortragen hat auch ein MacBook Air. Und hast du Videos? Sage ich ja, bei Minute 10 und bei Minute 15. Sagt er, super, das sagen wir dann dem Audio-Engel und es wird funktionieren und stell die Lautstärke am Gerät. Das heißt, das war dann super professionell alles. Das war aber noch immer nicht der Stage-Engel, stellt sich dann heraus. Das war dann der Technik-Engel. Wir haben es dann angesteckt und dann kam nämlich noch ein dritter Mensch und der sagt, ja, ich bin zuständig, dass hier im Raum alles funktioniert und dass alles pünktlich beginnt. Und spricht so zu dem, der mich anzeigen wird, und zu mir gleichzeitig und hat das auch nicht einordnen können. Und der neben mir, wie gesagt, der mich anzeigen sollte, war total aufgeregt. Er macht das zum ersten Mal und steht gleich im Saal 2, da vor 1500 Menschen. Und hat immer mehr die Schweißperle. Ich habe ihn wirklich gern gehabt. Also ich will jetzt nicht dass das so schlecht zu bekommen. Die Geschichte finde ich einfach so toll. Er steht da mit Schweißperlen und dieser echte Stage-Engel sagt dann, ich sagte jetzt, was ich jedem sage vor seinem Talk, mach das und das und irgendwelche Tipps, ich habe dann gar nicht mehr zugehört. Ich so lachen und habe gesagt, nein, ich halte den Talk. Und ich bin überhaupt nicht aufgeregt, habe ich ihm gesagt, weil ich mache das öfter vor großen Menschen, wenn ich spreche. Und ja, das ist gut. Also auch das, sehr nett. Also dieses Konzept mit den Menschen, die vorher den Talk ankündigen, da bin ich noch nicht ganz dahinter gestiegen, warum sie da so viel Wert drauf legen. Vielleicht können wir da später drauf noch zu sprechen kommen, weil sie haben das ja überarbeitet dieses Jahr. Ja, kann sein, weil ab und zu auch welche ausfallen oder schnell umorganisiert werden. Ja, ich weiß gar nicht, ob das der Hintergrund ist. Würde ich dann gleich noch zu sprechen kommen, jetzt zu meinem Talk, also steckt den MacBook an, hat nicht funktioniert. Dann kam tatsächlich auch eine Schweißperle bei mir, weil ich habe wirklich super Animationen und Videos und alles und wirklich geprobt und mit Klicker und so weiter, also wirklich eine, sag mal, anspruchsvolle Präsentation, und dann sagt er, ja, mach halt ein PDF draus, wir schließen mein Windows-Notebook an, sage ich, nein, niemals. Hat dann noch funktioniert, wir haben dann einen anderen Adapter angeschaut. Das war jetzt aber relativ kurz vor der Anforderung. Ja, ja. Also wir sagen jetzt T-5 oder so. Okay, wo man gern technische Probleme hört. Mittlerweile neben mir, der mich ansagen sollte, ganz weiß im Gesicht, kurz vor der Ohnmacht. Soll ich jetzt schon ansagen? Sag ich, naja, warten wir noch, bis welche da sind, es geht erst in 3 Minuten los. Sagt, okay, aber 2 Minuten vor Beginn werde ich loslegen, weil vielleicht spreche ich ja 2 Minuten. Er hat dann in seiner Aufregung für 10 Sekunden lang mich angesagt. Ich kann mich jetzt auch gar nicht erinnern, ob das gut oder schlecht war. Auf jeden Fall, in der Aufzeichnung haben sie ihn rausgeschnitten. Okay. Ja. Tragisches Ende. Tragisches Ende, ja.
Ja, er darf dann zumindest noch das Fragestellen moderieren. Hm. Ja, und dann habe ich... Wie geht das mit dem Klicker? Kriegst du den auch beim Garderobe schon ausgehändigt? Nein, das war mein persönlicher. Oder hast du einen eigenen Klicker? Genau. Einfach auf deinen eigenen Laptop hören? Ja, genau. Okay. Das ist so ein Logitech-Ding mit einem USB-Stick, der da reinsteckt und den nimmst du raus, steckst du an und der wird von PowerPoint und Keynote erkannt als Tastatur. Max sagt, ich kenne diese Tastatur nicht, zum Pairen bitte diese vier Zahlen geben. Er hat natürlich keine Ziffern drauf, aber du kannst sofort weiterschalten und halt auch so eine Taste Präsentation starten. Genau. Das ist so, glaube ich, die Essenz eines guten Vortrags, dass man sich mal unabhängig macht von der Leertaste. Oder noch schlimmer, da sterbe ich immer, wenn Menschen die rechte, die Pfeiltaste nach rechts verwenden, weil die ist ja noch kleiner. Das sind dann die Menschen, wo du siehst, die suchen. Meinst, die drängen sich selber raus aus ihrem eigenen Vortrag, weil sie sich immer konzentrieren müssen. Also auch, ich habe doch das Bedürfnis und ich gehe dann immer danach hin und sage, du kannst doch die Leertaste verwenden im PowerPoint, das ist für sie immer die große Erkenntnis, die Leertaste im PowerPoint. Und wie war jetzt dein Gescheitern-Talk? Hast du den extra für den Kongress erfunden oder hältst du den öfter in anderen Variationen? Nein, den habe ich jetzt tatsächlich für den Kongress erstellt, also so dieses, also kurz Zusammenfassung, es geht darum, mein Hintergrund, ich bin Theaterpädagoge, das heißt, ich arbeite mit Nicht-Profi-Schauspielerinnen an Theaterprojekten, vor allem mit Kindern und Jugendlichen. Und eine Methode daraus ist das Improvisationstheater und da gibt es so ein paar Grundregeln und eine Regel ist, dass man Fehler als Chance begreifen soll. Mhm. Das heißt, Fehler jetzt nicht überspielen, Fehler auch nicht zu sagen, der war nicht da, sondern einfach dort, wo der Fehler passiert, ansetzen und daraus etwas Neues, Tolles erschaffen. Und da gab es dieses Jahr beim Kongress, beim Call for Papers, gab es die Kategorie Philosophy, hieß die. Mhm. Und die anderen Talks, ich habe mir keinen einzigen davon angeschaut in dieser Kategorie, weil die alle so sich wirklich mit einem speziellen Bug, der dieses Jahr in der Coder-Szene sehr also diesen Go-To-Fail, den kenne ich noch aus der Apple-Welt. Zudem gab es dann auch einen 60-Minuten-Talk in der Kategorie Philosophie. Und ich habe mir gedacht, so wird es wohl werden, wie ich die Call for Papers gelesen habe, und habe mir gedacht, das ist eigentlich so gemacht dafür, mal dieses Konzept vom Improvisationstheater, was ja auch so ein bisschen ein Lebensgefühl da noch ist, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, das rüberzubringen. Und habe es dann schon fürs Kongresspublikum angepasst. Das heißt, ich habe auch auf diesen It's not a bug, it's a feature Bezug genommen. Ich habe einen Ausschnitt von einem Google Tech Talk, wo Eric Schmidt Tina Fey interviewt zum Thema Impro-Theater auch eingebaut. Das heißt, es war schon zielgruppenorientiert für den Kongress und auch dafür erstellt, aber dieses Konzept, das ist so täglich Brot, sage ich mal. Du warst zufrieden mit dem Feedback, das ist ganz gut aufgenommen worden. Ich war sehr zufrieden, also habe sogar einige Menschen, die dann getwittert haben oder in diesem Feedback-System geschrieben haben, Best Talk of the Congress, und dann denke ich mir, okay, super, wenn mehr als eine Person das sagt, dann habe ich es wohl wirklich gut gemacht, also ich war dann auch sehr zufrieden. Und weniger jetzt wegen der Aufregung, sage ich mal, weil ich bin ein eher unaufgeregter Mensch in vielen Situationen, aber einfach vom es ist dann einfach hinter mir und es war am Tag 2 und die Stunden danach sind dann wie im Flug vergangen, weil dann auch ganz viele Leute mich angesprochen haben und mit mir mitgegangen sind. Und das heißt, du hast dich auch gleich bekannt gemacht und sozusagen viele soziale Interaktionen gehabt, dadurch, dass du Redner warst. Genau, also das ist sicher eine interessante Strategie für den ersten Kongress, da als Redner aufzutreten. Und ich habe dann war eine Frage aus dem Publikum, war, kann man das auch irgendwo ausprobieren mit dir? Und ich habe gesagt, wenn sich ein paar Leute zusammenfinden, dann können wir einen Workshop organisieren für morgen. Und ich sage, es müssen aber mehr als 6 Leute sein, sonst macht es keinen Spaß. Und plötzlich fängt das Publikum zu kreischen, zu johlen, zu klatschen an, lauter als am Ende des Vortrages. Und ich habe gesagt, aber bitte nicht mehr als 20. Am Ende sind 40 Menschen mit mir rausgegangen. Wow. Und ich habe gesagt, ja, ich schaue, dass ich einen Raum bekomme. Dann ist noch ein zweiter Mensch aufgetaucht, der ist gleich zur Bühne gestürmt und gesagt, er beschäftigt sich auch mit Impro-Theater, er war ein Brite, glaube ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, er hat zumindest sehr British-English gesprochen, er hat gesagt, er beschäftigt sich auch viel mit Impro-Theater und ist auch Impro-Trainer, ob er das mit mir gemeinsam macht, wenn er jetzt sieht, dass das so viele sind. Dann hat er am nächsten Tag einen englischen Impro-Workshop angeboten, wo ich auch teilgenommen habe. Hat natürlich die gleichen Methoden angewendet. Also wie viel Workshop hat es dann gemacht? Er hat einen englischen um 14 Uhr gemacht und ich
habe gehofft, dass dann weniger sind. Ich habe dann einen deutschen um 15 Uhr gemacht. Da waren dann tatsächlich 42 Menschen und noch 8, die 5, 6, die durch die Tür zugeschaut haben. Die Workshop-Idee hast du erst von der Bühne heraus verkündet. Naja, ich habe schon, ich habe bei der Einreise, also ja. Ich muss ja sagen, ich wollte hin diesen Talk halten und ich habe alle Regeln angewendet, die sie wollen für einen Talk, dass er genommen wird. Das heißt, ich habe ihn auf Englisch gehalten und ich habe ihn mit einer Workshop-Ankündigung kombiniert. Ich war dann aber so im Stress mit anderen Dingen vor der Kongresszeit und kommt dann Weihnachten auch noch dazu, das heißt, kommt dann dieses ganze Privatleben, kommt dann auch noch zusammen. Und dann den Vortrag an sich, auf den habe ich mich dann fokussiert in der Vorbereitung. Und tatsächlich die erste Probe vom Vortrag war am 25. Dezember, den ich zu Hause gehalten habe, und dann das zweite im Flugzeug. Dann noch einmal in der Hamburg-Unterkunft und dann das vierte Mal auf der Bühne. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich habe jetzt so einen Workshop in der Beschreibung von dem Talk und man kann die auch nicht mehr editieren. Ab dem Zeitpunkt, wo der Fahrplan veröffentlicht wurde, kann man die Talk-Beschreibung nicht mehr editieren. Ich habe gedacht, okay, ich sage dann einfach am Ende, wenn es Interesse gibt, machen wir einen Workshop. Und ich habe gedacht, dann werden so 3, 4 sich melden und ich mache das Spiel, was ich erkläre im Talk, spiele ich dann mit ihnen noch vorm Saal 2 und dann ist die Sache abgehakt, Workshop. Haben nicht damit gerechnet, dass sich 40 Menschen melden und hat mich sehr gefreut. Und die waren auch bei der Sache dann. Also die waren total bei der Sache. Computer geschaut, überhaupt nicht. Und waren dann noch ein, zwei Menschen, eine Dame habe ich kennengelernt, die aus Hamburg kommt und gesagt, sie ist auch auf dem Kongress eher aus, weil sie diese Nerd-Szene an sich, diese Nerd-Kultur spannend findet. Nerd-Stuff, aber weil sie halt in Hamburg wohnt, kommt sie her, aber sie ist jetzt sie hat überhaupt noch nie gecodet und Computer ist für sie E-Mail-Software und Webbrowser. Ja. Und sie ist Architektin und zum Ausgleich macht sie in ihrem Leben Impro-Theater. Und sie hat sich so gefreut, dass das jetzt beim Kongress ist. Sie war zum Beispiel auch. Und das ist so schön, diese Bekanntschaften, die man da macht, die auch oft zitiert werden in diversen Podcasts. Wo sie sagen, das ist so die Magie des Kongresses, dass man Menschen kennenlernt, die genau gleichgesinnt sind. Und sie war zum Beispiel eine davon, mit der ich dann nach dem Workshop noch eine Stunde mich unterhalten habe. Cool, also du hast einfach nette Leute kennengelernt. Und genau, und die auch voll bei der Sache sind. Und dann einige, die während meines Talks und danach auch gepostet haben, am 33C3 brauchen wir unbedingt eine große Impro-Show auf Bühne 1. Also ich setze über dich hinaus. Also ich sage, wenn jemand zuhört vom CCC, ich bin bereit. Ich habe gesagt, ich merke, dass es gut angekommen ist, wenn ich eingeladen werde, das nächste Jahr das Opening zu machen. Ich sage das jetzt in jedem Podcast, wo ich zu Gast bin. Hallo? Ja, vielleicht. Wird es ja wahrscheinlich nicht, aber so das Ziel. Also ich habe schon gemerkt, um jetzt zum Kongress allgemein und zu den Vorträgen zu kommen, gibt schon mehrere Arten von Vorträgen. Also es gibt die, wo sich jemand hinstellt und erzählt von seiner Arbeit. Es gibt die, die ihre PowerPoint-Folien vorlesen, wo quasi eine ganze ausgedruckte A4-Seite an Text ist, also wo man sagt, das ist ja die schlimmste Art von Vortrag. Dann gibt es Leute, die im Vortrag in Firefox-Tabs gestalten. Oh, ja. Alles live. Warum nicht? Wo ich als Theatermensch mir gedacht habe, der performt hier gerade auf der Bühne. Also, ist total selbstverständlich. Dann hat er den VLC-Player plötzlich ein Lied abgespielt und ich habe gesagt zu meiner Sitzung, der macht das absichtlich. Und er so, oh no, I don't know where to stop und fangen aber so zu tanzen. Was passiert hier gerade? Das gibt's auch. Also die Bandbreite ist sehr groß. Wo man mich einzuordnen hat, das hoffe ich, dass das die Zuhörerschaft hier macht. Deswegen werde ich sicher in den Shownotes verlinkt sein. Bestimmt. Sehr gut. Ja, genau. Ich hoffe, du schickst uns das auch alles. Genau. Talk heißt Gescheitern, The Art of Failure taught by Improv Theater.
Ich habe ja interessanterweise, ich habe mir ja vorher das Programm durchgelesen und jetzt, wo du es gesagt hast, haben wir gedacht, ja, das war was, was mir ins Auge gesprungen ist. Es ist nur so, sobald ich dieses CCH betrete, ist irgendwie alles weg, was ich geplant habe. Irgendwie alles anders. Also habe ich ihn nicht gesehen, aber jetzt muss ich ihn halt doch noch nachgucken. Nachschauen. Wir kriegen ja beim Bier doch persönlich. Genau. Genau. Richtig. Ja, cool. Super cool. Genau. Und du kannst du auch empfehlen, jetzt also nicht Programmier-Nerds, sondern einfach nur neugierigen Menschen, also sagst du, ist Hamburg eine Reise wert oder der CCC? Oder sollte man schon irgendwie also gerne Nerds gucken? Ich bin schon ein bisschen zwiegespalten, auch jetzt noch retrospektiv, gegenüber der Veranstaltung, also dadurch, dass ich intensiver Podcast-Hörer bin, habe ich mich dort im Sendezentrum auch sehr heimisch gefühlt, einfach diese Stimmen, die man kennt, die Menschen zu sehen und diese Shows live zu sehen. Du merkst aber vielen Menschen dort an, dass sie total müde und gestresst sind und wirklich gerade keine Lust haben auf Menschen, die sie nicht kennen, weil hier so viele Menschen sind, die sie kennen und nur einmal im Jahr sehen. Das heißt, das, was sie so groß immer vor dem Kongress erzählen und in der Nachfolge, komm her, sprich mich an und das ist so schön, Menschen kennen, das stimmt nicht, entspricht nicht ganz der Wahrheit, muss ich sagen, bei vielen. Es war auch spannend, beim letzten Logbuch Netzpolitik-Podcast hat der Linus da auch nochmal selbst Bezug drauf genommen. Er hat gesagt, er entschuldigt sich bei allen, die diesen Eindruck bekommen haben von ihm. Er war einfach total gestresst und war total müde und er wollte überhaupt nicht abwesend sein oder irgendwie böse gegenüber Menschen wirken, aber er hat einfach, er weiß, da hat jemand angerufen, er hat gesagt, er ist in 2 Minuten da und dann sprechen ihn 3 Leute an einem Weg. Mhm. Und das sind 2 Minuten, dann 20. Klar, das ist so die Sache. Aber alleine hinzugehen ist eine, sag ich mal, schon eine Herausforderung, weil diese ganzen Assemblies, die es gibt, die sind ja total unnahbar, wenn du nichts mit dieser Sache zu tun hast. Für mich, sag ich mal, war mein Eindruck, sich da Du schüttelst den Kopf. Ich will ja überhaupt nicht widersprechen. Wenn es der Eindruck war, dann war das dein Eindruck. Aber ich schilde mal. Für mich war die Erfahrung genau das Gegenteil. Ich muss aber dazu sagen, ich gehe gerne alleine auf große Veranstaltungen. Mhm. Ich wusste, es sind ein paar Leute da, die möchte ich gerne treffen, aber ich habe mir als allererstes mal überhaupt nicht gezielt mit irgendjemandem verabredet und so. Ich bin rein und habe mich erstmal treiben lassen und habe dann, ich glaube, am ersten Tag 5 von den Leuten, die ich treffen wollte, zufällig getroffen, was ich total abgefahren fand. Super. Und ich habe auch viele Leute einfach so angesprochen. Also das ist, wobei ich tue mir da auch leicht. Und ich habe schon bei tatsächlich wirklich bei allen, die irgendwie wegen irgendwas angesprochen habe, das Gefühl gehabt, sie freuen sich, dass sie mir erzählen können, was sie da gerade machen. Ich habe zum Beispiel Löten gelernt. Warst du im Mitch Altmann-Workshop? Nee. Den Weißhaar in Kalifornien mit dem Blauen? Nee, in einem konkreten Workshop war ich gar nicht. Achso, hat einfach keine so Zeit gehabt. Nee, genau. Weil ich da überhaupt nicht dazukommen bin vor lauter irgendwie Leute. Und mit dem Löten, was also, da habe ich jemanden getroffen und der war mit seiner kleinen Tochter da und ich hatte mir so ein Lötkit gekauft, weil man gedacht hat, irgendwann setze ich mich da hin und dann hat er gemeint, ach, magst du es nicht jetzt machen, ich möchte gerne zugucken und so. Und dann bin ich da hin und wirklich habe mich an den Tisch gesetzt, habe da eben gefragt, ob da frei ist und habe gesagt, ich habe noch überhaupt nie gelötet, ich würde das jetzt gerne machen und dann sagt die neben mir, ja Moment mal, guck, so muss es jetzt machen und hat mir das irgendwie erklärt und ich dachte mir so, göttlich, das ist total toll, also das ist so mein Eindruck, du musst eine gewisse Hemmschwelle überwinden, wobei ich bin ja studierte Sozialpädagogin, so ist ja nicht, ne? Ich bin ja das gewöhnt, dass ich Leute anspreche. Ja, klar. Und in dem Moment, wo du Leute nach dem fragst, was sie tun, freuen die sich einfach wahnsinnig und dann hast du den Draht. Genau, das sind so diese Assemblies, sag ich mal, das sind auch die berühmteren, sag ich mal, das Löten, das Lockpicking. Ja. Lockpicking hätte ich irrsinnig gern gemacht, war immer voll, wenn ich hingehen wollte. Ich spreche jetzt eher von diesen Assemblies da im Erdgeschoss, ich würde es auch immer als Kellergeschoss vorstellen. In diesen dunklen Ecken, die Menschen, sie schlafen am Tisch, sie sitzen so vor dem Computer und ich habe mir gedacht, warum kommen sie zu diesem Kongress? Das sind wirklich. Also ich bin dann auch mit jemandem dann gemeinsam rumgegangen, habe ihm das auch erzählt und er hat gesagt, ja, die sehen das vielleicht so ein bisschen als Klassentreffen, einfach, dass wir jetzt nebeneinander sitzen, während wir das tun und nicht den Chat nebeneinander offen haben. Das ist schon sozial für manche Leute. Genau.
Und wahrscheinlich da macht das komplette Gegenteil. Da habe ich den Felix vom 300 Hertz Podcast kennengelernt. War sehr schön, dass wir uns da kennengelernt haben. Haben viele, viele Stunden gemeinsam dann am Kongress uns umgesehen, gemeinsam Talks besucht, dann natürlich auch Bands, das ist ein Gitarren-Podcast, Bands angehört. Das heißt, das war zum Beispiel die komplette Gegenteilerfahrung. Jemand, der total offen ist und dann selbst auch Erzähler, der ist jetzt eigentlich alleine hier und freut sich gemeinsam da jetzt mit mir das zu erkunden. Also das auch da, super, jetzt wollte ich auch bestellen, aber ich bin da gerade im Reden. Aber man hat es, glaube ich, gemerkt, in stotternden Ausführungen. Ja, also das wollte ich eben vorher sagen, wie du in den Kopf gestellt hast, die Bandbreite ist halt immens. Ja, genau. Aber wenn man sich überlegt, da sind 12.000 bis 14.000 Menschen, je nach Zählung, es sind halt wirklich mittlerweile, es ist wie eine kleine Stadt, die Bandbreite ist komplett da. Und wie du sagst, für viele Menschen ist das schon sozial. Ich reise nach Hamburg, um dort weiter zu coden an meinem Projekt. Und da sitzt die Person, die von woanders nach Hamburg gekommen ist, die am gleichen Open Source Projekt wie ich. Was ich aber auch so empfunden habe, ich fand, dass diese Tische, was ich dann immer den Eindruck hatte, ist, dass die Leute da sitzen und sich freuen, dass niemand irgendwie ständig an ihnen rumzerrt und zupft und jetzt hör mal auf, jetzt komm mal Mittagessen, jetzt lass mal, wieso ist denn da so finster? Ja, genau. Und das ist ja auch eine Art von Kommunikation. Genau, unter normalen Leuten. Ne? Ja, genau. Also ich fand selbst da die Stimmung irgendwie ganz angenehm, weil es so ungestresst war. Ja, also, ja, also dieser Raum, das muss man sich vorstellen, wie eine Messehalle, der mit Tischen... Vom Erdgeschoss meinst du, da gab es ja mehrere, wo der Flipper stand und diese genau, andere... Genau, der war ja noch sehr, würde ich sagen, einladend, dieser Raum, wo der Flipper stand. Aber der andere ist wirklich diese große, dunkle Messehalle, eng, viele Menschen und Tische, wo Menschen sitzen an nicht Laptops. Viel reden. Überhaupt nicht zu reden. Ich habe diese unterschiedlichen Stimmungen, die es in dem Kongresscenter gab, auch für mich immer wieder ausgenutzt. Also wenn ich mal müde war, habe ich mich auch mal in sowas gesetzt und mal nur Mail gelesen oder sowas. Mhm. Und dann hin und wieder halt auch wieder mal in Trubel, hin und wieder in Talks, je nachdem, wie ich gerade Lust hatte und damit abwechslungsreiches Programm gekriegt. Ich habe ein paar Mal schon gehört und dem stimme ich auch voll zu. Jeder erlebt seinen eigenen Kongress und auch man macht sich seinen eigenen Kongress. Also es hängt sehr davon ab, wie man sich verhält, was dann mit einem passiert. Also das war eben diese Geschichte, wodurch kenne ich euch beide. Da wurde angekündigt, ja, da gibt es jetzt dieses Podcast-Partinnen-Projekt und da werden auch kurz vorher wird man sich zusammensetzen und ein bisschen drüber reden über die Geschichten und man kann sich kurz vorstellen. Da haben wir gedacht, na, ist eine Gelegenheit, sage ich kurz, wer wir sind und netterweise war ich kein anderer, ich glaube, es war gar kein anderer österreichischer Podcast. Da habe ich gesagt, na, es gibt auch einen österreichischen Podcast, nicht? Und zwei Minuten später hatte ich zwei Personen, die ich bisher noch nie in meinem Leben gesessen habe, die mich freundlich angeredet haben und gesagt haben, kann man nicht einmal vorbeikommen? Und ja, genau, das wollen wir haben. Also das ist... Dankeschön. Das ist halt ein sehr netter Modus, der sehr davon abhängt, wie man reagiert und wie andere auf einen reagieren. Und noch ein großes Eiland, bitte. Ja, und ich glaube, da geht es auch ein bisschen um das, was Sie auch im Opening Event gesagt haben und überhaupt jedes Jahr sagen, man soll irgendetwas beitragen bei diesem Kongress, man soll nicht nur konsumieren. Und das ist dann, glaube ich, auch der Schlüssel zum schönen Kongresserlebnis. Eben, also das waren für mich natürlich dann auch die schönsten Momente, weniger als das auf der Bühne stehen und präsentieren, sondern das dann mit den Menschen, wo du wirklich siehst, das sind Gesichter, die das genossen haben und die dann zu deinem Workshop kommen und die mitmachen. Und weil du vorhin gesagt hast, waren die dabei mit voller Energie. Und ja, die waren dabei mit voller Energie. Und die sind 15 Minuten vorher gekommen, um noch reinzukommen da in den Workshop. Weil ich gesagt habe, nicht mehr als 20. Ich habe dann alle 40 genommen, natürlich. Aber das ist einfach, das ist so diese schöne Kongresserfahrung, wenn man auch was zurückgibt, sage ich mal, zu den anderen, die da sind. Und wenn das jeder macht, dann lernen wir noch andere Leute kennen. Einfach durch dieses Simple, auch du sagst, du stellst dich vor, ich sage, ja, Westbahnstraße, ich komme aus der Nähe. Und so bin ich hier, ja. Cool. Falls man es noch nicht erwähnt hat, also ich kann auch nur jedem empfehlen, auch speziell Nicht-Computer-Nerds, die einfach nur ein bisschen neugierig sind oder ein bisschen offener wirklich hingehen. Es ist genug für Nicht-Computer-Freaks, meiner Meinung nach, dort. Also ich fast jeder Talk
den ich besucht habe, war irgendein gesellschaftspolitisches oder politisches oder sonst Thema, was jetzt nicht unbedingt an einen sehr starken Hardware bezieht hat. Ja, was ich auch glaube, für Kinder, so zwischen 8 bis 12, muss das total spannend und inspirierend sein. Loslassen, Ein riesiges Spielzimmer bei das Ganze. Uns hat ja der Ayubo erzählt auch von den Kindern, die dann in die Eltern kommen und nach dem Rechten schauen und dann sagen, Papi, ich muss jetzt wieder los zu meinem Projekt. Zu lange geredet. Ich habe bloß über Twitter gelesen, dass irgendwelche Kinder irgendwie am zweiten Tag total entsetzt waren, dass es bloß noch 2 Tage geht. Also, war schon traurig, ja. Ja, weil wie jetzt und dann ist schon wieder aus. Haben wir beim letzten Podcast erwähnt, dieses Ampelsystem, ich habe das fotografiert, das war so auf der Säule unten angeschlagen, hat jemand so ein Soziologie-Experiment vorgeschlagen mit so einem Ampelsystem, dass sich die Leute aufbieten sollten, so grün, ich will angequatscht werden, gelb, naja, und rot, lass mich in Ruhe, okay. Damit du so besser kommunizieren kannst, wie sozial du da drauf bist. Das ist genutzt. Hast du das gesehen, ja. Ein bisschen ein Problem war, dass mehrere Leute auf ähnliche solche Ideen gekommen sind. Ah, es gab konkurrierende Systeme. Es gab auch das System, rot bedeutet fotografier mich nicht und grün bedeutet du darfst mich fotografieren. Okay, also da gab es dann wieder ein bisschen konkurrierende Sticker und Buttons und so. Aber ja, einige Bemühungen in die Richtung. Aber das ist das gelebte Chaos. Also es gibt ja so viele Subsysteme bei diesem Kongress. Ja. Eben, so wie jetzt meine Schilderungen von Speaker-Seite, es klingt eigentlich total nach Chaos eben. Aber es läuft dann alles. Und das ist, glaube ich, auch diese Magie. Mhm. Wenn ich eine Erfahrung weitergeben darf, also es zahlt sich schon aus, am Tag früher zu kommen und nicht mit dem Nachtzug hinfahren, weil ich war am ersten Tag komplett müde und habe da schon mal ein Viertel vom Kongress verpasst und habe das dann auch nie mehr richtig geschafft, in diesen Kongressrhythmus reinzukommen, weil ich halt permanent unausgeschlafen war und dann auch viele Talks versäumt, also viele Sachen einfach versäumt habe, was physikalisch nicht mehr ging. Kongressthema noch irgendwas? Machen wir. Gut, dann mache ich eine Überleitung, wieder mal eine gequälte Überleitung von Stefan. Man sollte auch einen Tag länger bleiben, weil man sollte sich in Hamburg noch das Miniaturwunderland geben. Okay. Ich schaue in zwei fragende Gesichter der anderen an. Ich war dieses Mal nicht dort. Aber du kennst es. Ja, ich war vor 6 Jahren oder so dort. Also das Miniaturwunderland ist ganz einfach die größte Modellbahnanlage der Welt. Und sie ist wirklich unglaublich. Ich war wieder drinnen nach einigen Jahren. Nein, ich habe keine Fotos gemacht, obwohl ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht wird, dass man Fotos machen darf und machen soll. Ich wollte es wirklich voll und ganz genießen. Aber ich werde verlinken den YouTube-Channel, den es dazu gibt, weil die Bringer haben, glaube ich, schon 50 Videos über Background-Stories vom Miniaturwunderland und so weiter gebracht. Nur um einen Überblick zu geben, wir sind jetzt nicht durchgerannt, aber wir sind extrem schnell durch. Und waren 5,5 Stunden drinnen und haben es uns wieder angeschaut. Und nächstes Jahr müssen wir nicht fahren. Keineswegs. Und nächstes Jahr müssen wir sowieso wieder hin, weil da wieder ein neuer Bauteil eröffnet, wo wir jetzt so die ersten Sachen wieder gesehen haben. Und es ist einfach gigantisch und unglaublich, was man da machen kann. Und das war auch wieder für mich eine sehr motivierende Geschichte, weil ich auch so die Background-Story dahinter ein bisschen kenne von den Leuten, die das auf die Beine gestellt haben. Im Prinzip waren es 3 Leute. Ganz am Anfang war es nur einer, am nächsten Tag waren es schon 3 Leute und diese 3 Leute haben mehr oder minder das Projekt durchgezogen. Der Hauptinitiator ist in Zürich durch die Innenstadt gegangen und kam an einem alten Spielwarengeschäft vorbei, wo auch eine Modellbahn in der Auslage war und hat sich gedacht, ha, das wäre doch was, wenn wir das hätten in Hamburg, eine öffentliche Modellbahnanlage und wenn schon, dann soll es die größte der Welt sein. Und von dieser Ad-Hoc-Idee, innerhalb, glaube ich, von einem Dreivierteljahr haben sie es so weit geschafft, dass sie eröffnen konnten, bis hin, also dazwischen natürlich die ganze Finanzierung auf die Beine stellen, das Lokal kriegen und diese Geschichten. Also angefangen haben sie mit einem Budget von 2 Millionen Mark damals, nein, es war schon 2 Millionen Euro damals. Und mittlerweile ist es so pro Ausbaustufe ungefähr 2 bis 3 Millionen, die sie so jedes Mal wieder investieren, um wieder was dran zu bauen. Also für mich ist es immer ein Vergnügen, dorthin zu gehen und man taucht dort wieder so in eine ganz andere Welt ein.
ich finde es ganz nett, sie beschränken sich auch mit der Anzahl der Leute, die sie reinlassen. Also man hat eine Chance, auch wirklich sich die Sachen anzuschauen. Und es ist ein Mordspaß. Sich du darfst aber nicht reingreifen. Und so. Du darfst nicht reingreifen, aber es gibt auch eigentlich nichts, was dich davon abhalten würde, wirklich. Also du könntest da reingreifen. Es ist alles in Glaskasten. Keine Zäune und keine hohen Mauern und so. Und Kinder sind immer wieder mal versucht reinzugreifen und tun das dann auch nicht. Also da fliegt schon einmal eine Figur dann auch um, wobei sie es alles auch angeklebt. Und es gibt über 200 Druckknöpfe, wo man was beeinflussen kann. Oh cool, du kannst das auch richtig und, so. Und das bringt halt dann die Kinder dazu, dass sie das machen, statt dass sie irgendwas zerlegen an der Anlage. Und es gibt so viel zu schauen, man ist im Großen und Ganzen baff und will gar nichts da kaputt machen. Also da mittlerweile fliegen dort auch Flugzeuge durch die Anlage. Ich kenne ja nur Fotos davon, ich war noch nie drin und irgendwie war ich dann aber zu kaputt den einen Tag. Unbedingt ich, hin. Ich nehme mir das extra mal für ein Wochenende vor. Ja, man muss sich zumindest, würde ich sagen, einen Tag dafür Zeit nehmen. Stefan, ich beantrage bei dir für nächstes Jahr so eine geführte Kongress- und Hamburg-Tour, wo ich Reiseleiter rumfahren sein. Schreib's mir gleich auf. Wenn ich schon wegfahre, mag ich mich nicht an und denken müssen. Dann habe ich noch was Zweites. Moment. Ja. Wenn das interessiert, im letzten Ausgabe vom Podcast Die drei Vogonen, da ist zuerst ein Interview mit einem Typen vom Deutschen Modelleisenbahnverband, der aber auch dort tätig ist oder zumindest viel drüber redet, mindestens 15 Minuten. Ewig lang. Über das Miniaturwürgerland Hamburg. Was es auch in Hamburg gibt, aber viel unbekannter ist Hamburgs größte Modellbahnanlage in Spur 1. Also die Anlage, von der ich bisher geredet habe, die ist in Spur H0. Das ist so die Standardspur, wo man so das meiste kriegt. Also da sind die Anhänger so eine Handspanne lang oder auch ein Lok ist so eine Handspanne. Also Spurweite lang. Von so circa 3 cm oder 4 cm? Ja, ich traue mich das jetzt gerade nicht so. Maßstab ist 1:87 gegenüber der Realität. Und Spur 1 ist wesentlich größer, also das ist noch nicht die Gartenbahnanlagen, so groß noch nicht, eine Spur kleiner als die Gartenbahnanlagen, aber schon deutlich größere Trümmer, die da durch die Gegend fahren. Und das ist auch eine Anlage mit ungefähr 300 Quadratmeter und eine Anlage eines Vereins, der sich in einem Museum der Geschichte der Stadt Hamburg angesiedelt hat. Also die haben dort eine halbe Etage in Beschlag genommen und die Anlage gibt es jetzt, glaube ich, schon 60 Jahre. Also das ist so ein bisschen eine Anlage mit Geschichte, wo auch relativ viel altes Zeug durch die Gegend fährt. Die hat nicht so diesen extrem perfekten Charakter und diesen riesigen Charakter, ist aber auch sehr schön. Und dann wird er nicht fad, wenn man zuerst das Wunderland gesehen hat und dann die auch noch. Nein, es bietet sich einfach an, vor dem Kongress die große Anlage und nach dem Kongress das Miniaturwunderland. Ja, du stellst der Reise. Das heißt, wenn man reisen, dann wir lassen uns dann von ihm an. Hier nimmt der Garderobe ab und Stefan führt auch durch den Kongress, dann wird sich die Jungs nicht mehr selber suchen. Nee, da möchte ich, also das sind wir ja schon groß, da können wir dann schon. Da gibt es ja eigentlich auch das Podcast-Patinnen-Projekt. Nicht Podcast, das Chaos-Patinnen-Projekt. Ja, die Die da helfen auch. Gregor, du musst mitfahren nächstes Mal. Ja, es scheint dann so. Ich bin auch überredet worden durch den Podcast. Das wird aber knapp mit den Karten, ne? Na, jetzt schon. Manchmal ist ganz schön schnell ausverkauft. Nein, die gibt es ja erst im November. Geht's los? Ende Anfang November so. Ich glaube, diesmal halt so ungefähr 3 Wochen hat es Karten gegeben und dann war es raus. Und dann war es ausverkauft, ja. Und man rechnet damit, dass es diesmal deutlich schneller gehen wird, weil wieder viel Werbung gemacht worden ist und so und viele neue Leute gekommen sind. Es wurde immer wieder gefragt, so mit Abstimmung, wer ist neu da und so. Und es war so geschätzt, etwa 50% immer waren neue Leute. Und viele, und das war ja auch im letzten Jahr, war noch nicht ausverkauft. Also 12.000 Leute hat es geheißen, waren diesmal dort. Das letzte Mal war nicht ausverkauft. Und aber doch ziemlich voll. Und daraus kann man schließen, dass etwa 3.000 von denen vom letzten Mal diesmal zumindest nicht dabei waren. Und es gab auch davon einen ganz großen Schwung, die kommen wollten und also einfach zu spät dran waren. Und da gab es auch so ein bisschen Diskussionen. Sie wissen jetzt nicht genau, wie sie eigentlich weitermachen wollen oder weitermachen sollen. Einerseits kann man nicht beliebig wachsen, andererseits würden sie es doch ganz gern. Mehr würden in dieses Kongresszentrum ohnehin nicht rein
gelassen, weil das einfach die Reglementierung ist von der Veranstaltung, also vom Gebäude her. Und noch stärker beschränkendes Element ist, dass nach dem nächsten Kongress dort das ganze Kongresscenter abgetragen wird. Es gab schon mal die nicht ganz ernst gemeinte Überlegung, man könnte das doch im BER machen. Ja, das fand ich jetzt als Idee, mal so eine richtig große Anlage, fand ich aber eigentlich gar nicht schlecht, als irgendwas, was gar kein Kongresszentrum ist. Ja, was ist das BER? Der Flughafen. Der nicht fertig werdende Flughafen in Berlin. Ah, okay, und der hat Platz genug. Das ist, glaube ich, eine Bauruine. Das war nicht ernst gemeint. Ja, also er hat... Es ist wirklich nicht ernst gemeint, weil es gehen vor allem die Auditorien ab. Mhm. Also auch, dieses Kongresscenter wird ziemlich sicher mindestens 2 Jahre brauchen, bis es wieder steht. Und die ersten Pläne hießen, ja, das wird hauptsächlich das gebaut werden, was jetzt mehr gefragt wird als früher. Und das heißt nicht riesige Auditorien, sondern eher so 100er-Säle. Und das ist halt genau das, was der Kongress nicht braucht. Man kann natürlich jetzt Verschwörungstheorie spielen und sagen, nächstes Jahr ist der 33C3, also eine schönere Zahl werden sie nie erreichen. Also vielleicht ist es ja auch der letzte nächstes Jahr. Und dann gibt es, weiß ich nicht, wechselnde Orte oder mehr Freiluft. Das Camp ist ja mittlerweile alle 4 Jahre. Ja. Also vielleicht, dass sie sich darauf fokussieren, weil, wie gesagt, ein größeres Kongresszentrum gibt es nicht in Europa. Verschwörungstheorie. Ja, aber ich habe mir so gedacht, die war auf dem Camp ja auch und es geht halt auch ohne, dass du einen Vortragssaal hast oder so. Das ist dann ein bisschen eine andere Art von Veranstaltung, aber es, denke ich, muss kein Kongresszentrum sein. Ich war am vollsten Camp, das Camp ist ja sehr dezentral, da hast du ja nichts zu tun, nur ständig im Kreis gehen und schauen, was die ganzen Villages machen. Also du, wenn du jetzt nicht so drauf bist, brauchst du dich dort nicht in die Vortragssäle reinsetzen und hast trotzdem super viel zu tun. Ich glaube, ich war in keinem einen. Warst in keinem einen? Ich bin nur rumgelaufen und habe geschaut. Ja. Das stimmt gar nicht. Logbuch-Netzpolitik haben wir auch gehört. Wir kommen vom Kongress irgendwie nicht so richtig. Gregor, unterdrückt man dich nicht? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich genieße da deine Live-Reportage. Ich versuche noch einmal einen Themenwechsel. Ich habe beim Kongress. Das Vergnügen gehabt, den Daniel Messner ein bisschen näher kennenzulernen und habe jetzt den Coding History Podcast von ihm mittlerweile komplett gehört und möchte. Zumindest 2 dieser Episoden von, ich glaube, insgesamt 15 oder 16 besonders hervorheben, weil ich sie wirklich gut gefunden habe. Das eine ist eine Episode zum Thema Migräne. Mhm. Könnte man sich fragen, was hat es mit Coden zu tun? Was hat's, ja, das passt ja überhaupt nicht. Das ist besonders für mich eine sehr spannende Geschichte gewesen. Das ist nämlich ein Mathematiker, der physikalische Modelle der Migräne aufstellt, wie sich Wellen in Teilen des Gehirns ausbreiten bei Migräneanfällen. Also da ist einmal der Kontakt zum Programmieren, der stellt diese Modelle auf und rechnet die dann und damit gibt es eben diesen Bezug zur Medizin, es ist Physik drinnen, es ist Mathematik drinnen und es geht wirklich in die Biologie hinein und dann auch in die Hardware, nämlich welche Geräte es mittlerweile gibt, mit denen man hofft, Migräne beherrschen zu können und so weiter. Wirklich fantastische Episode. Und die zweite ist eines über das Thema Biometrie. Ich habe schon gesehen, du läufst ja da mit einem iPhone herum, mit diesem Touch-ID, mit diesem Fingerabdrucksensor. Der ist ja relativ schnell gehackt worden, innerhalb von 2,5 Tagen oder sowas, von einem Hacker namens Starbuck. Und dieser Starbuck ist der Gast von Daniel Messner in dieser Episode. Und ich habe vorher gedacht, naja, das muss halt echt schwach gewesen sein, wenn in 2 Tagen ein Hacker das auf die Reihe... Ja, das ist ein Mensch, der sich 10 Jahre mit diesem Thema auseinandersetzt. Und diese 10 Jahre Erfahrung, die der hat, die vermag er auch in dieser Episode vom Podcast rüberzubringen. Genau, das Schöne an der Folge ist doch, das ist nicht nur das klassische Interviewformat, sondern dazwischen schneiden sie auch immer wieder hin, wie sie einen Fingerabdruck nachbauen. Sind dann live mit dem Aufnahmegerät beim Bauen dabei und dann wieder der wissenschaftliche Hintergrund im Interview und dann wieder dein. Und der Daniel Messner hat auch zu dem Thema promoviert, generell Biometrie, das heißt, er hat auch eine Ahnung in die Richtung, insbesondere Geschichte, und bringt die geschichtlichen Aspekte dazu. Und trotzdem beißt sich das alles nicht. Also die machen das sehr gut, die zwei. Ja, und jetzt muss ich leider zum
aber zum 31C3, da hat der Starbuck auch einen tollen Talk gehalten darüber, wie er damals das iPhone, ich, oder war das beim 30C3? Zeit vergeht. Beim 31C3? Ich glaube so. Ja. Hat einen Talk zu dem Thema, wie er diesen Touch-ID-Sensor geknackt und auch generell Biometrie. Und ganz spannend seine Ausführungen, weil er spricht auch darüber, wenn Politikerinnen und Politiker den Finger in die Kamera halten, dass ihm das schon reicht, um den Fingerabdruck nachzubauen. Einfach diese Fotos und Videostandbilder sogar bei HD-Videos. Das ist also sehr spannend. Thema Biometrie, ist das überhaupt eine Sicherheit? War gut, dass du die Migräne-Folge jetzt erwähnt hast. Das ist, glaube ich, eine der wenigen, die ich nicht gehört habe, weil ich mir gedacht habe, Migräne ist ein Thema, was mir überhaupt nicht anspricht. Die ist stellenweise ziemlich mathematisch und physikalisch angehaucht, aber nachdem sie so lang ist, also die ist fast 2 Stunden, hat sie auch sehr viele Bereiche, die nicht so tief angehaucht sind. Also das ist ein unheimliches, ein breites Spektrum, was da vorkommt. Und der Physiker oder Mathematiker, der erklärt auch sehr gut. Also ich habe von den medizinischen Aspekten überhaupt keine Ahnung dazu gehabt und die habe ich dadurch vermittelt bekommen. Also das hat mir großen Spaß gemacht, das anzuhören. Dann höre ich mir auf jeden Fall auch noch an. Das ist der zweite Podcast von Daniel Messner eigentlich, oder? Das ist eigentlich nur der zweite von ihm. Genau. Der erste ist Stimmen der Kulturwissenschaften. Ja, die hat aber eingestellt. Das ist ja schon länger nichts mehr rausgekommen. Ist mir nicht aufgefallen, dass das Das ist ein so Nachfolgerprojekt. Okay. Ja, da gibt es doch den Zeitsprung. Ja. Zeitsprung ist jetzt ein neuer, ganz großartig. Da ist er zusammen mit einem anderen Historiker, kommt jeden Sonntag raus, dauert zwischen 15 und 30 Minuten. Mhm. Und sie suchen sich irgendeinen Fakt raus aus der Geschichte, den man sonst nicht kennt. Geschichten aus der Geschichte ist, glaube ich, der Untertitel. Und er verbindet das auch immer mit Originaltexten, die vorgelesen werden von anderen Sprechenden, also Gästen sozusagen, die bringen zuerst einen Input, irgendeinen Brief, den der Feldmarschall sowieso an den sowieso geschrieben hat, und dann sprechen sie über diese Geschichte und sie bringen das wirklich sehr lebhaft rüber. Also ich habe doch schon einige Ideen, wie man das irgendwie theatral umsetzen kann. Bin leider nicht dazu gekommen, mit dem Daniel darüber zu reden am Kongress, aber dadurch, dass der Daniel ja die meiste Zeit seines derzeitigen Lebens in Wien ist, ist das ja noch nicht ausgeschlossen. Ja, wenn er nicht gerade in Berlin ist, gell? Genau. Apropos Daniel und Podcast, haben wir angekündigt, das nächste Podcaster-Treffen in Österreich in Wien? Haben wir noch nicht angekündigt? Aber sollten wir ankündigen? Ja. Haben wir das? Wissen wir, wann es ist? Am 30.01. Wieder am Hinterlässt, glaube ich, ne? Genau. Ja, also bitte hingehen, wenn man irgendwie Podcast-affin ist. Sehr nett, immer. Mhm. Und je nachdem, wie schnell wir diesen Podcast rausbringen, aber ich glaube, es wird sich ausgehen, können wir auch noch ankündigen, den zweiten netzpolitischen Abend. Der findet diese Woche am Freitag statt. Was ist das dann für ein Tag? Ja. Aber den gibt es dann auch nachher auf Video. Der 15. 15., danke. Ja, man muss nur streuen, dann kommen schon die Antworten. Jänner 2016 muss man ja auch dazu. Stimmt. Wo ich so am Kongress gesessen bin, wollte ich mich zu einem Rechner verbinden, der in Wien steht, und wollte mich dort wieder anmelden mit dem Passwort, das ich in meiner KeePass-Applikation drinnen habe. Startet das KeePass. Und normalerweise geht dann auch meine entsprechende Datenbank auf und der Schlüssel wird gezogen. Und das ist nicht passiert. Und ich war dort schon ein bisschen im Stress, weil ich wusste, da ist was fehlgeschlagen und ich sollte mich schnell auf den Rechner drauf. Mhm. Und habe dann festgestellt, dann habe ich mich doch konzentriert drauf, was ist jetzt eigentlich das Problem, weil ohne Kennwort komme ich überhaupt nicht weiter. Das Problem muss ich jetzt als erstes lösen, dass ich da reinkomme. Dass Ubuntu die KeePass-Applikation abgedatet hat von irgendeiner Version 1.x auf die Version 2.x. Und die Datenbank-Files, sind, in denen man die Passwörter ablegt bei der KeePass-Applikation, sind nicht zueinander kompatibel. Fein, genau. Aber netterweise, das habe ich dann auch gelernt, on the fly, im Suchen schnell, kann man in KeePass 1 Datenbanken importieren und dann exportieren als KeePass 2 Datenbanken, und mit denen kann man dann weiterarbeiten. Also nach einer kurzen Schrecksekunde, dass ich nicht an die Sachen aus der Ferne rankomme, ist es dann doch gegangen. Ich habe es aber doch ein bisschen merkwürdig gefunden, dass man so richtig einen Versionssprung macht innerhalb von
innerhalb einer Ubuntu-Version. Das bin ich nicht gewohnt. Eigentlich habe ich eher so die Erfahrung, dass die großen Versionssprünge nur passieren, wenn man upgradet. Und das habe ich nicht gemacht. Also, das hat mich verblüfft. Mhm. Also in Zukunft werden wir mal mehr... Ständig. Aber das ist ein bisschen der Hinkefuß von diesen KeePass-Applikationen. Ja. Wenn es mal weg ist, ist es halt für dich weg. Oder wenn es einmal irgendwie kompromittiert sein sollte, dann ist nur einmal mit einem Ding, musst du halt alle deine Passwörter austauschen. Es ist halt immer wieder dieses kleine Manko, das man nicht wegbekommt. Ja, ja, das war mein Schreck noch am Kongress. Aber sonst war alles super. Ich habe drei Sachen, die ich loswerden will. Kann ich die ganz kurz reinschieben? Was du meinst davon? Das erste ist von Jörg, unserem Sponsor. Ja. Und zwar hat er mir einen Link geschickt von der kleinen Zeitung für Nicht-Südösterreicher, das ist eine sehr bekannte Tageszeitung in Kärnten und der Steiermark. Mhm. Und dort wird ein Internet-Experte zitiert, nämlich ein Herr Jörg Ukonik. Als Internet-Experte, ja. Ja. Und der redet über einen sogenannten Hack, oder soll man sagen, nicht Hack, ein Social Hack eigentlich eher. Mhm. Nämlich hat Google so eine Art wie OpenStreetMap, so ein System, wo du Google-Karten verbessern kannst. Okay. Und da wurde die Kernstockstraße in Graz ersetzt durch Kurt Cobain Straße. Okay, also wo wieder Sänger Nirvana. Ja, und auch zwei mäßig populäre österreichische Minister wurden mit Bodensee, mit Neusiedlersee Inseln geehrt und sozusagen. Der Effekt war, dass dann Google das in Österreich abgedreht hat, dass das Volk das Kartenmaterial verbessert hat. Das verscherzt. Ja, das war noch ein Hinweis auf OpenStreetMap, dass dort das eben auch zu finden ist. Also so viel zum Internet-Experten Vukonik. Nachlesen in der kleinen Zeitung wird verlinkt in den Shownotes. Dann eine ganz kleine Ankündigung von mir persönlich, weil der Stefan sagt, ich soll mehr Eigenwerbung machen. Es gibt den Wiener Töchtertag und ich habe mich heute erfolgreich dafür angemeldet. Irgendwann im April, bitte schon. 28. April. Dankeschön. Kann man seine Tochter, wenn man eine hat, in eine Wiener Firma schicken und dann lernt sie dort das zukünftige Berufsleben kennen. Okay, das und die Firma präsentiert sich im besten Licht, unter anderem die super bekannte Firma Spielen Programmieren mit allen ihren Mitarbeitern, die jetzt gerade sprechen. Mhm. Und ja, so ist seine Art. Tag der offenen Tür, ja. Firma ein bisschen reinschaut. Und interessant vielleicht, wenn man einen Unternehmer in Wien hat, kann man sich einfach sehr formlos anmelden dafür, für den Tochtertag. Kann die Uhrzeit angeben, wann man eine Tochter und wie viele Töchter und ob sie von Mitarbeitern sein dürfen oder nur von Nicht-Mitarbeitern, kann so antreffen und dann wird man dort aufgelistet. Also es geht mit ein paar Klicks, ist man beim Töchtertag dabei. Gibt schon einige Jahre, zu Zeiten, als ich noch bei Planetarium und Co. gearbeitet habe, war das auch schon so. Ist damals recht gut angenommen worden. Also das scheint recht erfolgreich zu sein. Ich glaube, einzige Einschränkung ist, sind nur gewisse Berufsfelder dürfen mitmachen oder darf eh jeder mitmachen. Planetarium ist ziemlich das Exotischste, was ich mir vorstellen kann. Nein, es war Naturwissenschaft, war extra und so ein paar andere, also wo es das halt fördern wollen muss. Also sowas, wo sich die Mädel oft schon selber nicht reintrauen. Mhm. Ja, wo es halt einen Bedarf gibt. Also das, wo man gern mehr Mädels hätte. Oder so. Hätte gern mehr Mädels. Oder so. Wo der Frauenanteil noch niedrig ist. Ja. Jetzt muss ich ganz pragmatisch fragen, die bekommen eine Freistellung vom Unterricht für den Tag. Ja, das ist ja die große Attraktion. Ja, ja. Das stand auch extra, die werden vom Unterricht freigestellt und man muss dann genau sagen, wo sie abgeholt werden. Und sie werden sogar von der, bitte von, ich nehme an, welches Ministerium das auch organisiert, die werden haftpflichtversichert, wenn sie sich in deiner eigenen Firma die Nase anhauen, bist du nicht schuld. Also sehr praktisch ist eigentlich. Sehr vernünftig, ja. Jo, und dann dritte Sache, die ich schnell loswerden will. Ganz frisch fertig geworden sind jetzt die Shownotes von International Open Podcast Episode 3. Und zwar den Derek, den ihr zwei kennt. Ja. Der ist in Moskau zurzeit und da hat einen Historiker interviewt, einen Sergej, sehr netten Typen. Und sie plaudern eigentlich. Also das Thema ist nicht allzu fokussiert. Aber das Coole ist, dass der Derek sehr viel über sein Leben erzählt hat. Und obwohl ich mit ihm ein paar Tage recht viel zusammen war, habe ich nie so viel am Stück von ihm mitgekriegt. Also er hat wirklich nicht nur vom Kriegsschiff gedient, sondern auch in amerikanischen Kommunen gelebt und recht wild. Und der Serge redet über Flüchtlingsbetreuung in Moskau und er ist Historiker und über Sporthistorie. Das ist ein sehr nerdiger Themencocktail. Okay.
bitte anhören unter internationalopenmagazin.com. Dort auf Podcast klicken. Das ist die Episode Nummer 2. Drei. Dritte schon. Episode schon. Ja. Mhm. Wir haben 2 inoffizielle und jetzt schon 3 offizielle. Horst aus. Horst über volle Root-Partition. Wollt ihr das wirklich? Das ist sehr nerdig. Ja. Also vielleicht volkserklärerisch für Leute, denen das auch passiert. Man tut mit Audacity versuchen, einen Podcast von Derek zu schneiden, der groß ist, und Audacity stürzt mehrmals ab. Mhm. Dann geht man frustriert essen und so, oder kommt wieder zurück, loggt sich auf einen Ubuntu-Mate-Rechner ein und gibt das Passwort ein. Und dann wird es ein bisschen dunkel und dann wird es wieder hell und es kommt dieselbe Passwortbox noch einmal. Und man denkt sich, da habe ich mich doch vertippt bei meinem Passwort, was ich 15 Mal am Tag eintippe. Und das passiert mehrmals wieder, bis man draufkommt, aha, da hat es irgendwas Dummes. Ja. Und ja, und ich habe es dann geschafft, über Konsole mich als Root, also mich einzuloggen, dann mit sudo su root werden, dann wieder start x starten. Dann war ich als Root im x in der Grafik. Ich habe geschaut, was los ist, und da war dann auch eine Meldung, ja, Ihre Root-Partition ist übervoll und hat nur noch 2 Kilobyte frei oder so. Und dann habe ich im Anfall von Panik halt mehrere Sachen gelöscht, die aber hauptsächlich auf meiner Home-Partition waren, was eigentlich absolut nichts damit zu tun gehabt, aber ich war so gerade im Löschen. Und habe halt fest als Root herumgelöscht. Ja, das kann so rauswerden, das Löschen. Ja, ja. Und dann habe ich gemerkt, beim Partitionsmodell, ich habe auch so eine Swap-Partition, die habe ich dann auch gleich wieder gemacht, weil das gibt ein paar. Ich habe jetzt so eine coole Festplatte, ich brauche das nicht. Das Problem war, okay. Und dann war auf meiner Home-Partition wirklich mehr Platz frei für neue Videos und Spiele, aber trotzdem war das Problem nicht gelöst, weil die Root-Partition nach wie vor voll war. Mhm. Habe ich ganz klug Synaptik angeworfen und Programme deinstalliert, die ich nicht mehr brauche. Ja? Und der Effekt war, dass dann wirklich auf der Root-Partition 2 Megabyte mehr frei war. Hat mir immer noch nicht genutzt. Und ja, dann habe ich das, glaube ich, sogar zusammengebracht, dass ich, ja, und dann habe ich es so zusammengebracht, dass ich mich wieder als ich einloggen konnte, also als User, nicht mal als Root, grafisch. Habe natürlich Audacity wieder gestartet, um diesen Podcast fertig zu schneiden, worauf das alles wieder passiert ist und ich wieder aus meinem selben eigenen System abgesperrt ist. Und dann war ich so schlau, beim nächsten Mal halt wieder einloggen, wieder als Konsole und so, habe ich dann gefunden, dass es ein Verzeichnis gibt namens, so, jetzt weiß ich es nicht mehr ganz, ich glaube, /usr/tmp. User Temp. Und das war voll mit bösen, mehreren Gigabyte voll Audacity-Dateien. Und jetzt kommt's. Nachdem ich die gelöscht habe, hatte ich plötzlich 15 Gigabyte frei in der Root-Partition. Also das hat mir die ordentlich verstopft. Also falls jemand sowas passiert, also man braucht nicht in Panik Programme deinstallieren. Ich habe auch gefunden bei Ubuntu-Users einen Tipp, man soll update clean machen, um den Apt-Cache zu lösen. Das hat ein bisschen was gebracht. Apt-Cache clean, glaube ich, ist da korrekt. Aber dieses User/tmp, das anschauen und einfach alles löschen ist drin. Das bringt ordentlich was. Hier ist mal mitten im Interview die Aufnahme abgebrochen. Ja, wird auch so. Das war ein bisschen blöd. Aufnahmeabbruch. Aber ich hab jetzt schon lange nicht mehr, das ist die benutzt, das heißt, wahrscheinlich hätte ich es wieder vergessen, wenn du das jetzt nicht erzählt hättest, und vielleicht ist das jetzt gar nicht verkehrt gewesen. Weil mir ist dann so dunkel dran gekommen, ja, das habe ich früher auch einmal gehabt, auf ein paar Laptops, dann immer gedacht, die sind schon so alt, ja, und da wird drüber installiert und so. Aber vor allem dieser sehr blöde Bug, dass man sich einloggt mit dem richtigen Passwort und es kommt wieder der GDM, also der wieder nach dem Passwort fragt, das ist ein bisschen sehr lästig, wenn man keine E-Mails drauf hat. Ohne Fehlermeldung. Ja, was los ist. Ja. Das sagt auch nicht, dass das Passwort falsch ist, er wird nur dunkel und. Das ist natürlich nicht sehr hilfreich als Reaktion. So viel dazu. Ja. Ja, wenn wir schon bei. Gregor spricht zu uns. Nein, ich wollte noch. Ich habe es eh angekündigt, der Jan Murdoch ist gestorben. Ja. Das ist der Gründer und Erfinder von Debian und ich. Ich habe ja zu Debian einen Bezug, weil das so meine erste Distro war, die ich 2002 relativ spät dann kennengelernt habe, auf den Linux-Tagen, wo ich mir auch die Installations-CD geholt habe und ihnen, wie die DULer sagen, Labors, Internet-Labors. Aber habe ich halt mir viel Zeug angelesen über Debian, weil ich habe ja nichts gewusst damals von Linux überhaupt nicht. Wir hatten ja nichts. Eigentlich hatten wir eigentlich schon verdammt vieles. Also dort, wo ich wirklich zum ersten Mal Linux gesehen habe, war eigentlich in SUSE, das ja eigentlich schon mit allen Kanonen, Bells and Whistles dahergekommen ist. Und da
dagegen hatte Debian natürlich so den Ruf, so eher den technischeren Einstieg zu bieten. Ich habe auch nur 3 Versuche gebraucht beim ersten Mal zu installieren. Der X-Server hat mir ziemliche Probleme bereitet bei der damaligen Installation. Ja, und ja, infolgedessen, ja, Jan Murdoch ist jetzt relativ früh gestorben, ist glaube ich 42 Jahre alt geworden. 93 hat er das Debian-Projekt ins Leben gerufen. Seine Zusammensetzung aus dem Namen seiner späteren Frau, Deborah und Jan eben, Debian, deswegen. Und glaube ich, hat angefangen, hat in Konstanz Informatik studiert oder Computerwissenschaften und hat dann später auch noch, also hat das 7 Jahre lang gemacht, bis zum Jahr 2000 und ist dann später, hat dann noch verschiedene Sachen gemacht, aber unter anderem, was ich auch nicht uninteressant finde, aus der biografischen Sichtweise heraus bei Sun gearbeitet, was dann später leider von Oracle übernommen worden ist, am Open Solaris Projekt. Das kennt man vielleicht auch so, alternatives Betriebssystem, wo so die restliche Computerwelt ein bisschen neidisch auf ihre Errungenschaft von ZFS, einem fortschrittlichen Filesystem, drauf schaut, was leider lizenztechnisch nicht so Ding ist. Und ganz am Ende hat er bei Docker gearbeitet, aber nur so als Info. Ja. Wollte ich sagen, schade, bin gestorben. Mit einer sehr komischen Geschichte rund um den Twitter-Account? Ja, also das habe ich aber, ich habe überlegt, ob ich das, also das sind widersprüchlich. Ich habe verschiedene Artikel gelesen und die widersprechen sich, was in den letzten Tweets irgendwie ich zu beendet halten. So ungefähr kann man sagen, anscheinend gab es Tweets über einen Zusammenstoß mit der Polizei, den er gehabt hat, mit Gewalt. Ja. Und auch, und da unterscheiden sich eben die Aussagen von den verschiedenen Quellen, die ich da gelesen habe, eben Anspielungen auf einen möglichen Suizid. Aber das ist dünnes Eis, viele Spekulationen, vielleicht im Grunde auch nur für die Angehörigen wichtig. Ich fand es einfach traurig, weil das meine erste Distro war und bis heute schätze ich sie auf den Servern ungemein. Muss auch sagen, dass es Ubuntu nicht gäbe ohne Debian. Die stehen alle auf Schultern vom Debian. Ich habe es noch auf Twitter gelesen und es war schwer verstörend. Es war nicht wirklich sehr klar, nicht wirklich sehr klar verständlich. Es war in Bezug auf Polizeigeschichten, auf eine Polizeigeschichte. Und er hat angekündigt, es wird in seinem Blog darüber zu lesen sein, auf seiner Webseite. Und er wird das alles noch veröffentlichen und dann bricht der Faden aus. Und wenige Tage später war dann auch der Twitter-Account gelöscht und auf der Webseite ist nie was erschienen dazu. Und daher war alles sehr, sehr seltsam, was da passiert ist. Ja. Und nun? Trauriges Thema. Ja. Brauchen wir was Lustiges? Das ist immer schwer. Das ist immer schwer. Ein Theaterstück. Also was haben wir denn Lustiges? Du warst im Theater, Gregor. Oh Gott, ja, aber es ist schon so lange her. Im Burgtheater. Im Burgtheater, das möchtest du hören. Was habe ich denn im Burgtheater gesehen? Ja, Georg Büchners Dantons Tod habe ich mir angeschaut. Mit Joachim Meyerhof in der Hauptrolle, das ist so ein Schauspieler, der ist ein bisschen gerade zur Zeit Hans Dampf in allen Gassen, hat glaube ich auch sein zweites Buch mittlerweile geschrieben und ist relativ bekannt. Und Georg Büchner kennt man vielleicht besser noch von Wojciech, also ich zumindest, weil das ist so ein Klassiker, den man in der Schule liest und Georg Büchner wird überhaupt immer sehr hoch gehalten. War mir zur Schülerzeit nicht ganz klar, aber ich hatte generell so ein bisschen eine Abneigung, diese kleinen, fiesen Reklamheftchen, wo sich so viele Namen merken hat. Dinge, müssen. Die du nicht zum Verfügung deswegen musst. Allein muss man ja ins Theater gehen, weil Theater einfach das beste Medium ist für Theaterstücke. Das ist noch spannend, der Wojciech hatte nur 16 Seiten oder so, weil es ist ja nicht mal alles vorhanden und man weiß auch nicht die Reihenfolge. Deswegen, wenn man die Chance hat, eine Wojciech-Inszenierung zu sehen, das ist immer wieder spannend. Weil da kann keine Inszenierung wie die andere sein, weil die Reihenfolge gar nicht festgelegt ist, weil die Seiten ja durchmischt gefunden wurden und auch nicht Teile vom Anfang und vom Ende angeblich fehlen, man weiß es ja nicht, weil vielleicht ist es ja alles. Und es sind auch nur die 16 Seiten, aber trotzdem, es gibt immer wieder spannende Wojciech-Inszenierungen. Ja, also bei Wojciech, ich habe sie ja nie im Theater gesehen, Wojciech, nur diesen einen Film, den es gegeben hat, mit Klaus Kinski in der Hauptrolle von Werner Herzog, ja genau. Ja, genau, aber ich habe mir ja Dantons Tod angeschaut, habe nicht gewusst, was mich da erwartet. Oh ja, ein bisschen habe ich schon gewusst, weil ich habe vorher habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, auf Wikipedia schon ein bisschen die Handlung zu lesen. Weil Spoiler! Das stimmt, ja. Aber bei Theater ist es mittlerweile die Interpretationsfreiheit so groß, dass ich ungefähr eine Anschluss-Ding brauche. Ich erinnere ja nur an mein traumatisches Erlebnis, wie ich mir Antigone angeschaut habe und sie mir eine ganze Tote unterschlagen haben.
Oder Theater, die Preis, aber ja, genau. Das ist ja, was soll das, ja? Und bei Dantons Tod geht es eben um den Danton, es spielt während der französischen Revolution. Danton war in der, da gab es ja zwei Parteien, eine gemäßigte Partei, die Nationalversammlung, und eine radikalere Partei. Die radikalere Partei, da war der Robespierre beispielsweise drin, und Danton war ein Parteikollege. Und während die eine eben einen gemäßigteren Kurs in, naja, nicht einvernehmend, aber in Verhandlung mit dem König anstrebt, ist eben Robespierre für eine radikale Umkrempelung der Gesellschaft. Und Danton gerät da so ein bisschen zwischen die Fronten. Also ein bisschen ist gut, es endet mit seinem Tod, wie das Stück Titel so schon sagt. Und zur Handlung kann ich insofern nicht viel sagen, weil es war eigentlich mehr zusammengestellt, und da weiß ich aber nicht, wie viel das auf dem Büchner Original auch zurückzuführen ist, eher so als Gedankenkonvolut zur französischen Revolution. Also da hat sich ja auch philosophisch und kulturmäßig einfach viel gedreht und gewandelt in Europa. Und sie haben das auch so dargestellt, weil sie haben ein riesig großes Karussell im Burgtheater aufgebaut, ein Eisengestänge, zweistöckig, wo die Leute daran rumgeturnt haben. Und dieses Karussell hat sich während der Aufführung auch die ganze Zeit gedreht. Was ziemlich anstrengend ist für die Schauspieler, wenn man sich vorstellen kann, weil kaum haben sie einen Satz gesagt, mussten sie aufstehen und wieder auf die rechte Bühne wandern, sich hinsetzen und warten, bis sie wieder auf die linke Seite gespült wurden. Und ich war mit einer Bekannten dort, und die hat sich davor noch gar nicht so durchgelesen und hat jetzt auch wie wir nachher darüber gesprochen haben, sehr schwer getan, die Handlung zu fassen. Und ehrlich gesagt, ich hätte mir auch schwer getan, aber durch einen glücklichen Zufall habe ich kurz davor eben Sophies Welt gelesen, und die hat mir ungefähr so den Abschnitt Französische Revolution, das greift jetzt noch weiter, Sophies Welt und so, aber da geht es auch so ein bisschen um Philosophiegeschichte, also ganz viel um Philosophiegeschichte bei Sophies Welt, und so Gedanken wie von Philosophen wie Spinoza oder so, die kommen da im Theaterstück aus. Deswegen war ich da irgendwie gut aufgefangen, weil ich habe da gehört, okay, ja, und davon habe ich schon gehört, und das war ungefähr los. Also ich konnte das gut einordnen, kann aber verstehen, dass man, wenn man das Stück einfach sperrig und zu unzugänglich findet. Ja. Andererseits muss man auch sagen, sie haben sich visuell wirklich bemüht, auch Action zu bieten, und die Protagonisten wandeln sich ab, und sie haben auch Dialoge, wo sie eben die verschiedenen Positionen besprechen und so, und der Robespierre. Es war gut gespielt, aber man kann es nicht bestreiten, sperrig. Sperrig abstrakt eher. Genau. Ja, das war Dantons Tod. Du hast das auch gesehen? Oder? Nein. Deswegen jetzt mir erzählen lassen. Kannst du über deine Arbeit ein bisschen erzählen? Oder? Ja, gerne. Weißt du, du hast gesagt, du bist Theaterpädagoge. Theaterpädagoge, genau. Oft einen in der Sendung. Ja. Ja, also ich bin tätig bei der Biondek Bühne Baden. Das ist das größte Kinder- und Jugendtheater Österreichs. Im kleinen, beschaulichen Baden. Also letztes Jahr hatten wir ungefähr 600 Kinder und Jugendliche in unseren Kursen. Wir bieten Theater-, Tanz- und Musikkurse an. Also das Theater ist ja heutzutage sehr weit gefasst schon, der Begriff. Das heißt, die Genregrenzen werden doch oft überschritten. Wann ist es jetzt eine Bewegungsperformance, wann ist es Tanztheater, wann ist es eine Choreografie, also sehr groß. Wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen vom Alter von 3 bis 22, wobei das 22 immer flexibel ist. Also unser ältestes Mitglied wird halt älter jedes Jahr. Genau. Ich selbst, Theaterpädagoge, ist auch mein Studium, Masterabschluss, aber ich leite das Theater. Du bist heiße 24, ne? 24 ja. Jahre alt, ja. Und du bist nicht das älteste Mitglied. Nein, ich bin Geschäftsführer von diesem Theater. Sehr spannend, das ist so, das ist der Brennpunkt zwischen Theater und Pädagogik eben, deswegen heißt es auch Theaterpädagogik. Auch immer ganz spannend, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Umfeld, vor allem in Deutschland ist das etwas verbreiteter als in Österreich, spreche. Es gibt halt, aber auch bei uns intern eigentlich, gibt so Menschen, die sehen den Schwerpunkt sehr auf dem künstlerischen Output, auf dem Theater. Es gibt andere, da zähle ich mich eher dazu, die sehen das mehr als erzieherische Aufgabe, als und da sind wir auch bei diesem Hacking-Mindset vielleicht auch so ein bisschen im Hinterfragen, und was mache ich am Kongress? Also es geht darum, wirklich dieses reflektiert Denken rüberzubringen an die Kinder und Jugendlichen. Deswegen, ich habe vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich finde, jedes Kind oder jede Jugendliche sollte mindestens
ein Jahr mal an irgendeinem Theaterprojekt mitgewirkt haben. Also das ist die Bandbreite ganz groß. Da geht es einerseits um dieses Entrepreneurship, dieses Wort, dieses Geflügelte der letzten 10, 20 Jahre, was da erworben wird, weil theaterpädagogische Arbeit heißt nicht Regie, das heißt nicht, ich teile Texte aus, die Kinder lernen das und ich sage dann, du bist da links hinten und geh traurig 3 Schritte vor. Also das wäre das Schlimmste, was man machen kann mit Kindern, weil die haben ja nicht Schauspiel studiert. Also Schauspieler werden ja oft auch als Handwerkerinnen und Handwerker bezeichnet, einfach weil die werden geschult, alles machen zu können, was man ihnen sagt. Das klingt jetzt überspitzt, aber das ist so die Kunst. Also da rein erkennst du gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn man eine Ehe mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin führt, geht das dann extra problemlos? Weil die geschult sind? Ja, das ist immer wieder bei dem, woran erkennst du eine gute Schauspielerin oder einen guten Schauspieler, dass sie die Rolle auch ablegen können. Und daran erkennst du auch, ist das noch Schauspielstudierende oder Schauspielerin, schon fertige? Also darf man natürlich auch nicht alle Menschen in den Topf werfen, aber alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die auf einer Schauspielschule sind, die können die Rolle noch nicht ablegen. Mhm. Die sind dann auch im Privatleben so ein bisschen affektiert die ganze Zeit und haben dieses Theaterdeutsch, was sie sprechen und diesen Duktus. Wenn sie dann fertige Schauspielerinnen und Schauspieler sind und von diesem harten Job als Freiberuflerin und Freiberufler in Österreich leben müssen, dann sind sie auch wieder am Boden der Tatsachen und dann können sie das total trennen. Aber eine interessante Frage. Also kann gut sein, dass es Menschen gibt, die das nicht können, ablegen. Aber das ist dann noch so diese Frage. Genau, und ich komme als Theaterpädagoge in eine Gruppe rein und gebe ein Jahresthema, also wir arbeiten immer über 10 Monate, von September bis Juni, also auch an die Schullehre angeknüpft und habe ein Jahresthema. Das kann jetzt ein Theaterstück sein, kann aber bei den Jüngeren ist es eher ein Thema. Oder man kombiniert das mit einem Buch. Also jetzt komme ich gerade zum Beispiel von einer Probe mit einer Gruppe von 10- bis 12-Jährigen, da nehmen wir ein Buch durch, oder das ist unsere Inspirationsquelle, das heißt How to Eat Like a Child. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das kam in den 70er Jahren raus in New York von einer Kolumnistin einer New Yorker Zeitung. Und die hat diese Kolumne geschrieben, die ist How to Eat Like a Child. Und da hat sie einfach, wie sie beobachtet hat, wie ihr Kind isst, das hat sie geschrieben einfach, und da geht es halt darum, so, sie beschreibt wirklich sehr pointiert, so wie man Erbsen isst, und nimm die Gabel in die Hand, schiebe sie nach links, schiebe sie nach rechts, schiebe sie nach vorne, schiebe sie nach hinten, leg die Gabel weg, sag deiner Mutter, du bist fertig. Also sowas zum Beispiel. Das Buch gibt es leider nicht auf Deutsch, oder vielleicht auch gut, das heißt, ich interpretiere es ein bisschen, übersetze es, bringe dann dieses Textschnipsel, also das wäre jetzt wirklich ein konkretes Ding, in die Gruppe mit, sage, wer hat Spaß dran, heute das zu bearbeiten, und dann machen diese 10-jährigen Mädchen und Burschen aus diesen 4 Zeilen eine 2- bis 3-minütige Theaterszene. Das reicht ihnen für die Kreativität zu entfachen. Und du musst niemandem sagen, geh dorthin und stehst auf. Niemals. Das ist dann die Arbeit, die man dann natürlich am Ende macht, zu sagen, dann die technischen Hinweise, weil sie wollen sie am Ende des Jahres auch auf eine Bühne bringen, zu sagen, wenn du hier eine Pause machst, dann kann das Publikum auch deinen Witz fassen, weil Kinder und Jugendliche sind ja irrsinnig witzig. Die haben so ein komisches Potenzial von Natur aus gegeben. Also das ist so, je älter sie werden, leider umso mehr verlieren sie das, weil dann kommt die Scham wieder hinzu. Mhm. Aber das sind so dieses Technische, was man dann sagt. Oder wenn sie dann aufgeregt sind und schnell sprechen, sie darauf hinzuweisen, du sprichst, hast gerade viel schneller gesprochen, als du das normalerweise tust. Sprich so, wie du immer sprichst. Dann verstehen das die Menschen im Publikum auch. Ich habe die Szene jetzt schon 10-mal gesehen, ich weiß, was du sprichst, aber sie will jede Woche schneller. Sowas zum Beispiel. Und dann die Herausforderung, und dafür ist dann das, wo man sagt, wofür ist jetzt eigentlich der Theaterpädagoge, die Theaterpädagogin überhaupt nötig? Ich habe jetzt da eine Materialsammlung über das Jahr hinweg von, je nachdem wie aktiv die Gruppe ist, zwischen 30 und 90 Minuten Material, und muss das jetzt zu einem Theaterstück zusammensetzen, was auch einen dramaturgischen Bogen folgt, wo die Menschen im Publikum auch sagen, dann kann ich jetzt was davon mitnehmen. Und das, also es muss schon am Ende ein Stück rauskommen für die Eltern. Für das. Das ist die große Diskussion, das ist bei uns so, weil wir wirklich ein Theater auch sind. Das ist der Anspruch auch von den Kindern und Jugendlichen, die zu uns kommen. Sie wollen am Ende des Jahres eins bringen. Das muss es aber nicht sein. Also ich bin genauso gut auch in Schulklassen tätig an 2 Vormittagen oder an einem Vormittag, nehme ein Bilderbuch mit und sie spielen das live. Dann haben sie genauso ihre,
ästhetische Erfahrung und sind in andere Rollen geschlüpft. Das heißt, auch das, warum wir überhaupt Theater spielen mit Kindern, damit sie verschiedene Rollen ausprobieren können, andere Perspektiven einnehmen und dann, wenn sie in ihrem Leben mal in dieser Situation sind oder in einer Situation sind, wo sie denken, wie fühlt sich eigentlich der andere, das heißt, dass sie das schon mal erlebt haben. Das heißt, auch das Teil unseres Mission Statements zu sagen, es geht auch darum, dass wir Empathie fördern und den Kindern dieses empathisch sein überhaupt mal ermöglichen, weil das ist im österreichischen Schulsystem kommt das schon viel zu wenig, weil es schon sehr, leider noch immer, ich bin auch viel in Schulen unterwegs, noch sehr auf diesem Frontalunterricht fixiert ist. Das ändert sich zum Glück viel mit den jungen Lehrerinnen und Lehrern, aber meine Erfahrung ist, dass die etwas Älteren da noch nicht bereit sind, von diesem Frontalunterricht wegzugehen. Und Theater wäre da eine Möglichkeit, gerade in dem Zuge, dass man sagt, wir gehen in Richtung Ganztagsschulen in Österreich. Also auch da, einfach weil beim Theaterspielen ist der Spaß natürlich dabei. Und ich habe letztens ein Seminar gehalten, letzte Woche für die Stadtführerinnen und Führer Wiens. Das heißt, wenn man als Schulklasse kommt, kann man so eine Tour buchen. Und denen habe ich eben so theatrale Methoden vorgestellt. Und die haben dann gesagt, ja, aber die genieren sich ja die Kinder, wie bringen wir die so? Sag ich, nee, überhaupt nicht. Das ist gerade in der heutigen Zeit, Generation YouTube und so weiter, die inszenieren sich den ganzen Tag selbst mit ihren Selfies und ihren YouTube-Videos. Das heißt, wenn man ihnen das jetzt erlaubt in einem Kontext von Bildung, dann ist das umso effektiver. Und dann spielt natürlich noch vieles dazu, je nachdem, wie man es anlegt. Was lernt man durch die Bewegung, was kann man sich merken? Dann natürlich, man führt sich an zeitgenössisches Theater heran. Also ich sage mal, ich könnte auch umgeschaut mit den 12-Jährigen, mit dieser Inszenierung, von der du erzählst, anschauen, und die könnten da einiges draus mitnehmen, ohne diesen ganzen geschichtlichen Hintergrund französischer Revolution zu haben. Aber die würden das schon interpretieren. Was macht dieses Karussell und warum ist das da? Das ist natürlich ganz spannend. Ja. Und natürlich der soziale Aspekt. Wir schaffen etwas gemeinsam als Gruppe. Das heißt auch da, wir haben viele von diesen sogenannten Problemkindern, ich mache gerade Anführungsstriche, die sind vielleicht immer auffällig, die können nicht anderen zuhören. Genauso wie schüchterne Kinder. Also bei denen ist es besonders effektiv. Ich bringe das dann immer mit dem Satz auf den Punkt zu sagen, die Kinder, die sonst immer im Vordergrund sind, die lernen einen Schritt zurückzunehmen. Und die, die sich immer zurückhalten, lernen sich auch mal was zu trauen und dass ihre Idee wertgeschätzt wird in einer Gruppe, in einem geschützten Rahmen. Das ist so ein Begriff. Und da der nächste Plug, wer sich da mehr für meine Arbeit interessiert, ich war zu Gast im Podcast Bildung, Zukunft, Technik, Ausgabe, weiß ich nicht, 27, vor 3 Ausgaben war das, glaube ich, da spreche ich 1,5 Stunden über meine Arbeit. Ja, also. Da möchte ich jetzt gut meine eine Frage anbringen, weil ich habe jetzt gerade so viele Fragen bei dem, was du erzählt hast. Die eine Frage, würdest du bei mir auch mal im Podcast zu Gast sein wollen? Unglaublich gerne. Du musst erklären, welchen Podcast du hast. Genau, jetzt ist dein Platz dran. Nein, noch gar nicht. Ich hab gerade ein experimentelles Podcast-Projekt, was dabei ist, sich zu sortieren. Das ist momentan unter namenlos.media zu finden. Es hieß mal Vermischtes FM. Das ist es auch im Moment noch. Es ist noch vermischt, es sortiert sich so. Es ist das eine Schiene ist ein bisschen Interview. Jetzt mache ich dann gerade so ein Projekt, da mag ich noch nicht drüber reden, weil es ist noch nicht, also wir sind dann noch am Planen und das, wenn man vorher drüber redet, ist nicht so gut. Dann habe ich im Dezember ein bisschen was Experimentelles gemacht, da mit Leuten über Essen geredet und das ist so ein bisschen mit Einblendungen, ein bisschen gebaute Sachen und so. Ja. Kann man mal reinhören. Das ist alles unter namenlos.media. Ja, okay. Genau. Den machst du allein immer mit Gästen? Da mache ich das, was mir einfällt und ich glaube, wir haben jetzt das, worüber ich noch nicht sprechen möchte, da haben wir uns, glaube ich, zu zweit zum Team gebildet jetzt, das ist gerade so im Entstehen. Okay. Aber also es ist meine Initiative jetzt. Cool, ja. Genau. Sehr gerne. Reden wir nachher. Genau. Okay, super. Podcast-Katalysator. Ja. Inkubator. Das ist öfter mal so, oder? Jop. Ja. Hat es zumindest schon 2 gegeben, behaupte ich, vom Bitcoin Home Podcast. Auf jeden Fall der Bitcoin Podcast. Also wenn Sie interessante Leute treffen wollen und kennenlernen, einfach zum Biertaucher Podcast kommen.
sind nicht immer nur. Sind nicht immer nur wir. Sondern wirklich interessant. Ich bin gerade noch am Nachdenken, was du so alles gesagt hast. Das war auch ziemlich dich. Cool. Ja, eine Frage noch. Kannst du leben davon? Oder hast du einen Beruf? Oder hast du nur gerade eben das dafür Zeit auch? Großer Teil meiner Arbeit ist, wir sind als ehrenamtlicher Verein gestartet. Mhm. Da hatten wir noch 60 Teilnehmende. Jetzt sind wir im letzten Jahr zwischen 500 und 600, je nach Zählweise. Wenn man so Tagesprojekte mitzählt, dann weit über 600 sogar. Wir sind seit 3 Jahren auch in EU-Projekten sehr aktiv. Das heißt, wir haben sehr viele internationale Austauschprojekte. Das heißt, das geht ehrenamtlich nicht mehr. Das heißt, ein Großteil meines Jobs ist es, das Ganze als Social Enterprise gerade aufzubauen und da vor allem Privatinvestoren zu finden, ist sehr schwer. Die geben nur Mikrobeträge, weil Kunst gibt man wenig her und Kinder gibt man wenig her und wir machen beides. Schwierig. Das heißt, da vor allem, und da kann ich jetzt natürlich noch nicht viel sagen, im Entstehen mit öffentlichen Stellen auch am Verhandeln. Das heißt, da noch nicht viel sagen. Ich habe vorher erwähnt, ich halte auch Seminare, zum Beispiel für die Pädagogische Hochschule in Niederösterreich oder das Bundeszentrum für schulische Kulturarbeit. Das heißt, ich sage, vom Workload her ist das, was ich bei der Biontech-Bühne mache, Vollzeit. Und nebenbei bin ich Teilzeit selbstständig noch. Das kommt dann zusammen zu einem Gehalt, das reicht. Mhm. Aber selbstständig machst du jetzt auch Theaterpädagogik oder machst du komplett was anderes? Nein, auch Theaterpädagogik zum Beispiel eben vor allem in der Lehrerinnenbildung. Das heißt, wenn. Okay, also du machst Seminare oder was? Genau, okay. Um zu zeigen, wie kann ich das in meinem alltäglichen Unterricht einbauen. Oder jetzt in einem Monat mache ich was zum Thema Spracherwerb mit jungen Geflüchteten. Das mache ich gemeinsam mit einer Musikpädagogin und einem Pädagogen aus der bildenden Kunst. Das heißt, wir machen das zu dritt. Und jeder stellt seine Methoden vor, wie kann man jetzt, eine große Herausforderung natürlich für die Lehrerinnen, vor allem im Pflichtschulbereich in Österreich, sie bekommen Leute in die Klasse, die kaum Deutsch sprechen oder vielleicht auch gar nicht. Und was sind einfach Methoden, wo man das auch mit Spaß vermitteln kann. Das ist so ein Beispiel und da gibt es so immer wieder Seminare, die dann auch spezialisiert sind, die ich halte. Also letzte Woche eben bei den Stadtführerinnen Wiens und so weiter. Jetzt. Hast du eine Homepage oder wie kann man dich... Im Moment meine Domain gregor.rutner.me führt nur auf meine Xing-Seite. Deswegen, das ist natürlich, sind alle meine Kontaktdaten drauf. Ansonsten das Spannendere ist natürlich auf biontechbuene.at zu gehen und dann mal zu schauen, was da gemacht wird. Und wir haben auch sehr großartige YouTube-Videos, die selber unsere Jugendlichen machen, wo man einen schönen Einblick in die Arbeit bekommt. Man kann sich da ein bisschen durchklicken. Und natürlich für alle, die aus der Umgebung kommen, im Mai, Juni zu unserer Aufführungszeit zu kommen, da ist Donnerstag bis Sonntag jeden Tag mindestens 4 Präsentationen. Das heißt, wenn man die Zeit findet, sich mal ein, zwei anzuschauen, dann an einem Tag, wo keine Gruppe von mir drankommt, auch mit mir ins Gespräch zu kommen und so weiter, das ist natürlich auch sehr schön. Du hast sozusagen dein Hobby oder deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja, ich habe dort als Teilnehmer da angefangen, bei dieser Biontech-Bühne und jetzt eben bis zum Geschäftsführer gebracht, mit zarten 24 Jahren. Cool. Genau. Und podcasten tust du auch gerne, oder? Im Moment nur als Gast. Toll, das kann man ja erinnern. Pia, du musst auch deine Daten sagen. Wo findet man über dich was heraus? Unter namenlos.de oder? Nein, nicht .de, sondern Media. Also namenlos.media. .media, genau. Okay. Namenlos.media oder es gibt. Also da gibt es ein Impressum und ich habe dann noch eine Fotoseite, geiger.fotos, da ist auch ein Impressum. Mhm. Also da bist du auf Social Media aktiv? Ja, oder? Ich bin, aktiv bin ich oder wie wirst du gerne immer erreicht? Nur auf Twitter, da werde ich auch ganz gut erreicht und zwar Vermischtes AG für Anna Geiger, Vermischtes AG. Vermischtes AG ist dein Twitter. Genau, da auch mein Twitter-Handle an der Stelle Gregor-R, also ganz leicht zu finden. Ja, wenn Sie eine Idee habt, wie ich das mit dem AG irgendwie ändern kann, ich möchte irgendwas mit Vermischtes, aber Vermischtes ist alles schon irgendwie vergeben. Also einfach, mach das zu einer Marke. Oh ja, das spricht sich so schwer aus, findest du nicht?
kannst ich habe Domain schnell registrieren. Bindestrich programmieren. Vermischt das Punkt an. Ah ja, ist richtig. Ja, genau. Ich folge dir da. Ja, genau. Ja, also ich mache einen kleinen scharfen Kontrollblick. Hat er eh aufgenommen? Ja, das haben wir leider nicht aufgenommen. Weil mit beim Stefan ich kann ich dazu sagen, uns fehlt der vierte Tag vom Podcast, vom Chaos Communication Treff. Da haben wir aufgenommen, was ich mich erinnere, aber es war irgendwie nicht am Mikrofon angekommen. Den letzten Tag habe ich aufgenommen und habe dir dann geschickt. Du hast, und ich habe ihn nicht eingebaut. Deshalb. Kann ich dir, glaube ich, nochmal schicken. Ja, nein, jetzt habe ich schon die Chance. Gut, auch gut. Dann machen wir es mal noch. Ja. Und ich glaube, das Star Wars-Thema wird jetzt zum Running Gag. Also, Eine Stunde 58. Nein, achso, zwei ja. Stunden. Ich komme einfach wieder, dann sprechen wir über Star Wars. Erzähle ich auch was über die Bücher, die es zu Star Wars gibt und was Wahnsinn, da alles verändert wurde. Was da alles verändert wurde vor einem Jahr, was Kanon ist und was nicht. So genau kennst du dich aus. Ja. Du musst wirklich wiederkommen. Deswegen ist es jetzt gefährlich. Du wohnst in der Nähe oder wohnst du in Baden? In Baden. Ich bin jetzt 45 Minuten hergekommen. Also. Ist jetzt nicht so schwierig. Wir müssen so ein, immer das lobe ich jetzt aus, das Bier für den, der vom weitesten herkommt. Oder so. Genau. Ich bin Durst. Achso, also, okay. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich unterwegs war, für eine Stunde oder so. Ah, du wohnst in der Nähe jetzt? Ich wohne jetzt ganz in der Nähe. Okay. Ja, genau. Würde ich sagen, machen wir es jetzt bei 2 Stunden aus. Ja. Und nächste Woche wieder. Ich sag schön war's und danke. Danke, ja. Danke auch fürs Kommen. Danke schön, Mann. Sehr großen Spaß fürs Organisieren. Ja, ebenso. Sehr cool. Ciao, ciao. Spannend. Und bis nächste Woche. Tschüss. Bis denne.